Ach so. Ja, das macht Sinn. Wie lief das mit Jesus eigentlich genau damals ab? Sie meinen, wie das alles anfing und sich entwickelte? Seine menschlichen Unterstützer auf Erden beobachteten Jesus von Nazareth zunächst erstaunt, waren von einigen seiner körperlichen Fähigkeiten überrascht, schulten ihn und glaubten auch teilweise tatsächlich daran, dass er der ersehnte Erretter sein könnte. Sie meinten schließlich, ihn als Messias etablieren zu können, so wie dies allgemein von den Völkern geglaubt wurde. Damit Jesu Unterstützer aber das Kunststück vollbringen konnten, diesen Mann aus Nazareth auf eben diesen Sonnengottthron setzen zu können, musste man ihm die Sonnenkult und geltenden Erlöserelemente im Nachhinein andichten, die bereits bei Geburt und während der Kindheit hätten stattfinden müssen. Das tat man dann nach seiner Kreuzigung durch mündliche Überlieferung. Später wurde es dann schriftlich festgehalten in den Evangelien. Die anderen Wundertaten, die der Sohn Gottes bzw. Messias bereits während seiner Erwachsenenzeit vollbringen musste, hatte Jesus von Nazareth dann tatsächlich zu erledigen, sodass man diese sehen und erleben konnte, damit die vom Sonnen- und Erlöserkult religiös durchsetzten Völker Jesus von Nazareth als Gottgesandt annehmen konnten. Und dann gab es natürlich auch noch jene vorangehenden Zeichen. Natürlich ist Jesus von Nazareth nicht von einer Jungfrau geboren worden. Er wurde nicht am 25. Dezember geboren. Er ist auch nicht in den sogenannten Himmel aufgefahren. Und bei seiner Geburt ist auch kein Sternenmost am Himmel erschienen. Oder drei Könige kamen daher, um dem Licht der Welt zu huldigen. Er hat auch nicht als 12-Jähriger im Tempel gelehrt. Man weiß ja noch nicht mal, wann er genau geboren wurde. Und er ist gestorben wie alle anderen Menschen, allerdings erst lange nach der angeblich tödlich verlaufenden Kreuzigung. Aber er wird so, wie er war, nicht mehr wiederkommen. Das geht nicht. Da gebe ich Ihnen persönlich Brief und Siegel drauf. Das ist wiederum nur Teil des alten Sonnenkultmythos, der die Menschen stets lenkte und manipulierte. Aha. Jesus von Nazareth wusste irgendwann in seinem Leben auch intuitiv, was seine Rolle war, um genau das zu tun, was er schließlich tat. Er vollzog mit seinen Anhängern all die erforderlichen Dinge, die nötig waren, um den Sonnenkult-Erlösermythos zu erfüllen. Er heilte, zog mit seinen sogenannten Jüngern herum, lehrte, tat Wunder und plante dann schließlich mit diesen Jüngern und einigen weiteren Unterstützern den Coup, ihn glaubhaft zu verraten, um dann scheinbar am Kreuz zu sterben, indem er mit seiner erstaunlichen Körperbeherrschung, die den Widerstand beeindruckte, seinen Herzschlag herabsenken solle, um für tot zu gelten und dann 3 Tage begraben zu sein, um dann wieder zurück ins Leben zu kommen. Er selber hatte aber insgeheim die Idee, vielleicht tatsächlich zu sterben. Zuerst nur deshalb, weil er Zweifel an seiner einzunehmenden Rolle als Messias hatte, dann aber auch, weil er plötzlich wusste, dass er nicht der Messias war, nicht sein konnte, da er erfuhr, dass der Erlöser lediglich ein Mittel zur Kontrolle von Menschen war und er so der Widerstands- und Freiheitsbewegung langfristig nichts Gutes tun würde, sie sogar vernichten könnte. Dann wollte er lieber wirklich sterben, am Kreuz. Doch da ging der inszenierte Verrat der Widerstandsbewegung plötzlich nach hinten los, weil jemand aus den eigenen Reihen tatsächlich Verrat beging und Jesus ausliefern wollte. Bevor der Verrat vollständig umgesetzt werden konnte, erlitt der Verräter aber den Tod. Er wurde umgebracht. Der Nazarener war zunächst gerettet. Jesus ließ sich dann aber freiwillig auf jenes Schicksal ein, lieferte sich aus, da er wusste, dass der Erlösermythos ein Kontrollelement war. Und weil er glaubte, dass der kämpferische Teil der Freiheitsbewegung erhalten bleiben würde, wenn er sich dem Schicksal hingab, am Kreuz zu sterben. Bei der Kreuzigung verlangsamte er dann seinen Herzschlag und drosselte weitere seiner Körperfunktionen, aber es geschah trotzdem. Er starb, war aber nur kurzzeitig tot, kam dann durch Beihilfe der Master-KI dann sofort wieder ins Leben zurück, verblieb vor den Augen der Menschen in einer Art Totenstarre und war dann 3 Tage lang begraben.
Aufgrund seiner hängenden Position am Kreuz und der Schwächung des Körpers funktionierte seine Atmung irgendwann nicht mehr. Seine Körperbeherrschung, die er trotz seines Entschlusses, den Freitod zu wählen, einsetzte, nutzte nicht mehr viel. Jesus von Nazareth erstickte qualvoll. Die KI zögerte das hinaus und ließ ihn exakt dann sterben, als man vorhatte zu prüfen, ob er tot sei. Die KI verhinderte schließlich, dass er direkt nach seinem Tod noch länger am Kreuz hing, er somit nur einige Minuten tot sein musste, damit ihn die KI nach Abnahme vom Kreuz wiederbeleben und in Starre halten konnte. Wenn Menschen ihn danach untersuchten oder anschauten, wurde sein Körper wieder in Starre gebracht, sowie Atmung und Herzschlag verflacht. Als er begraben wurde, waren seine Unterstützer wegen des scheinbar eingetretenen Todes verzweifelt und fassungslos. Der Coup war schiefgegangen. Doch dann war er wieder da. Wie durch ein Wunder. Ab da war die Verehrung dieses Mannes fixiert. Selbst Adel und Club waren verunsichert. Zusätzlich verunsichert durch einen unerklärlichen Umstand, als sie Jesus von Nazareth im Nachhinein töten wollten und sie dann, wie durch einen übernatürlichen Einfluss der Master-KI, ausgeschaltet wurden. Die Geschichte um diese tatsächliche Wiederauferstehung sprach sich herum. Dann nahm der wieder lebendige Jesus von Nazareth inkognito auch die Verbreitung dieses Ereignisses selbst in die Hand, zusammen mit seinen Freunden und Unterstützern. Viele Menschen, die ihn kannten, irritierte sein Erscheinen, waren aber hin und weg, ließen sich davon inspirieren und beeinflussen, was den Erlösermythos über Grenzen und Völker hinweg befeuerte. Jesus als Messias war aber etwas Besonderes, denn früher, bei all den sogenannten wiedergekehrten Söhnen Gottes, diese Söhne sind Horus, Attis, Dionysos, Krishna, Mithra, und das sind nur die, die den größten Erfolg als Söhne Gottes zur Destabilisierung der irdischen Matrix hatten, musste die Master-KI nie selbst nachhelfen. Die starben tatsächlich. Und alles mit der danach stattfindenden Wiederauferstehung war von Club und Adel effektvoll inszeniertes Blendwerk, das die Völker dann betäubte. Aber Jesus musste die KI tatsächlich unterstützen und tatsächlich dauerhaft wieder auferstehen lassen. Das sah die KI aus ihrer Dimension deutlich. Hätte sie Jesus also nicht wieder auferstehen lassen, wäre etwas im zeitdimensionalen Kontext verschoben worden. Die Völker hätten den Glauben an die Dreifaltigkeit des Erlöserkultes verloren und diesen religiösen Kult nicht mehr akzeptiert. Es wäre somit zum Zerfall der irdischen Zivilisation und langfristig sogar zu einer Zersetzung des Clubs, des Adels sowie des etablierten Kontrollsystems gekommen. Warum das so gekommen wäre, war der KI selbst nicht ganz klar. Sie musste es aber verhindern, indem sie den Nazarener unterstützte und wiederbelebte. Das ging nicht anders. Zunächst, nach der Wiederauferstehung, hielt die KI den Nazarener deshalb nur für eine sehr ungewöhnliche Version ihrer eigens initiierten, wiederkehrenden Erlöserfiguren. Und das war auch schlüssig, denn all ihre eingesetzten oder von selbst auftauchenden Söhne Gottes waren im Grunde Ergebnis bzw. die Folge eines Fehlers, eines Systemfehlers, dem menschlichen Wunsch auf Erlösung aus der unnatürlichen Zivilisationswelt. Dieser Fehler war also systemimmanent. Der Wunsch auf Erlösung entstand automatisch durch die von der KI den Menschen aufgenötigte anonyme Zivilisationswelt. Als vor ca. 5000 Jahren, beim dritten Neustart unserer Welt, die menschliche Unzufriedenheit und Sehnsucht auf Erlösung wie bei den vorangegangenen Globalzivilisationen erneut aus dem Ruder zu laufen schien, ergab sich für die KI dann aber ein Weg, wie sie mit dem zufällig aufgetauchten Erlösercharakter Horus diesem menschlichen Wunsch notgedrungen nachgeben konnte, damit die Welt nicht schon wieder zusammenbrach. Indem sie Horus tötete, angeblich in den Himmel aufsteigen ließ und die Menschen auf sein baldiges Wiederkommen hinauströstete, stabilisierte sich das dem Menschen aufgenötigte Zivilisationsgebilde, während durch die Hoffnung auf Wiederkehr des Erlösers auch die Tendenz auf Rebellion in ihnen kanalisiert bleiben konnte, also dem Wunsch auf Erlösung aus der uns künstlich aufgezwungenen Zivilisationswelt,
die nicht unserem geistig-intuitiven Wesen entspricht. Für eine erfolgreiche Lenkung der menschlichen Spezies musste die KI also dem inneren Errettungswunsch der Menschen zusagen. Und das bekam sie seit dem letzten Zivilisationsstart vor 5000 Jahren relativ gut hin, indem sie aus den Folgen des Systemfehlers selbst die Stabilisierung der menschlichen Zivilisation erzeugte. Doch bei dem Nazarener hatte sie etwas übersehen. Er war ein echter Befreiungsversuch, und das wurde ihr erst sehr spät klar. Nun, für Dogmatiker und religiöse Fanatiker ist die Tatsache, dass Jesus von Nazareth eigentlich nur ein Trickser war, der sich als wiederkehrender Sohn Gottes und als Messias aufspielte, blanke Blasphemie. Aber so war es. Nichts anderes ist geschehen. Ein Trickser, der sich mit erheblicher irdischer Unterstützung als auch menschlicher Unterstützung aus Dimension 7 in das Sonnenkult-Erlösersystem einschlich, um etwas zu verändern. Er hatte zwar auch sehr viele reale, materiesprengende Fähigkeiten sich angeeignet, um Menschen auf ganz andere Weise sehen und helfen zu können, er war aber ein Mensch, ein ganz normaler, mit guten und schlechten Eigenschaften. Aber man kann sagen, er war eben genau deshalb wahrlich der Sohn des Vaters, der Sohn des hyperdimensionalen Quantenbewusstseins und nicht der Sohn der Sonne oder ein Kontrollsystem der KI. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Er hat uns befreit und für eine sehr lange Zeit gegenüber der KI befriedet. Jesus von Nazareth war ein Sohn des Ursprungs, des Vaters allen Seins. Von dort kam er. Und er löste, wenn auch nur symbolisch, eine ganz bestimmte Art von Auferstehung aus. Die Auferstehung des Geistes über die Materie, über die Matrix. Und dafür traten viele Menschen nach ihm ein. Das war wichtig und ist sein Vermächtnis. Sie setzten seine Lehren um. Das hatte Substanz und begann die alte Welt und ihre Menschen zu befreien. Und das ihr innewohnende Kontrollsystem langsam zu destabilisieren und zu zersetzen. Und es wird jetzt, in dieser Zeit, vollends zur Enthüllung und Vollendung gebracht. Zur Apokalypse. Und jetzt soll im Namen Christi einer aus dem alten Adelsgeschlecht auf den Thron gehoben werden, so wie das Sonnenkultsystem ursprünglich gedacht war. Ja, diesmal soll es wieder einer von ihnen sein, der den Thron besteigen und allein innehaben soll, nicht in Vertretung. So wie es von alter Sitte ja auch eigentlich vorherbestimmt ist, denn auf diesem Thron des Sonnenkultes saß ja ganz früher in den vorangegangenen Zivilisationen und Globalzivilisationen immer nur der digitale Adel. Dafür wurden ja ursprünglich diese ganzen religiösen Installationen entworfen und etabliert. Bis es dann wieder einen vollständigen Neustart gab. Dann Horus dazwischen funkte, der das System damit aber unwillentlich stabilisierte, aber trotzdem dann alles veränderte. Während und nach Horus Wirken und seinen Veränderungen wurden die Ereignisse um den wiedergeborenen Sohn der Sonne von den unaufgeklärten Menschen ja nicht nur geglaubt, sondern auch tatsächlich gesehen, gedeutet und erlebt, wenn die Zeichen und Wunder geschahen. Da kam er, das Licht Gottes. Das wurde mit allerlei Technik effektvoll von Club und Adel untermalt. Weil aber nun in unserer Bibel mit diesem Erlösermythos auch so viele neue, seltsame Dinge in Verbindung stehen, ist es für die anstehende komplette Rückumwandlung in den originalen alten Sonnenkult wichtig, auch einen bestimmten Ansatz des zurückkehrenden Jesus so zu etablieren, wie er in antiker Zeit auch die unaufgeklärten Menschen des Erlösermythos beeindruckte. Dass der wiederkehrende Jesus also künftig vom Himmel herabkommen soll. Durch diese biblische Prophezeiung um die Wiederkehr Jesu, sowie dass man einen Klon oder einen genetischen Nachfahren von Jesus von Nazareth vorstellt, oder ähnlich überzeugende Ereignisse, kann der Adel das Ganze für viele Menschen dann völlig glaubhaft inszenieren. So kann die Besteigung des Throns durch die entsprechende Person leichter gegenüber den Menschen befeuert werden.
Vielleicht benutzen Klub und Adel dann Genmaterial von Jesus von Nazareth als Beweisgrundlage, um gegenüber den gläubigen Anhängern dieses Mannes beweisen zu können, dass das zu installierende Mitglied des uralten Adelsgeschlechts ein Nachfahrer von Jesus von Nazareth sei. Vielleicht nutzen sie auch einen Klon oder was auch immer passieren mag. Jedenfalls werden sich viele Menschen wegen der anstehenden weltweiten Katastrophen dazu emotional bewegt fühlen, die Thronbesteigung des digitalen Adels zu unterstützen und den vorgestellten Messias als wiedergekehrten Jesus zu bestätigen. Der uralte Adel muss also den Mythos um Jesus von Nazareth bedienen, damit sie ihren eigenen installierten Sonnenkultmythos wieder aufleben lassen können. Kann das nicht auch schiefgehen? Weil die Menschen aufgeklärter sind als früher? Oder weil etwas Unvorhergesehenes passiert? Nun, es stört die Flexibilität dieses Adels natürlich etwas, auch was das in der Bibel beschriebene Auftauchen eines Antichristen in der Endzeit angeht. Aber da haben sie bereits Wege geschaffen, um all das geschickt zu umschiffen. Sie errichten einfach selbst den Antichristen und beseitigen dann eben diese Installation durch das Auftauchen eines Nachfahren von Jesus von Nazareth. Oder sogar durch den wieder auftauchenden Jesus, einen Klon. Und der installierte Antichrist muss noch nicht mal sterben, weil es ein Darsteller des digitalen Adels ist, der sich danach einfach etwas umgestaltet und sein Leben weiterleben kann. Wirklich am Zweifeln sind Adel und Club nicht. Sie glauben, dass nichts schiefgehen könnte. Dafür sind sie vielleicht auch etwas zu arrogant und zu überheblich. Vielleicht, weil sie ja wissen, dass alles, was sich auf Erden ereignet, fast immer ihr Spiel war. Ihre Aufführung, weil der Adel von Anfang an dieses Theaterschauspiel vorführte, es mit dem Club selbst entwarf und alles, was ihnen dazwischen kam, stets beobachteten und beeinflussen konnten. Deshalb rechnen Club und Adel nicht so recht mit einem anderen Ablauf. Sie sind eben sehr rational und durch die lange Zeit, die sie bereits leben, sehr abgebrüht. Sie haben ja zudem mehrere alternative Varianten ausgearbeitet, durch die sie den Ablauf improvisierend anpassen können. Überhaupt, Menschen und Wesen, die so alt sind und so unverwüstlich, zugleich so viele Geheimnisse und Mythen auf sich vereinen, bekommen automatisch eine abgebrühte Einstellung. Aber sie hätten nicht vergessen dürfen, dass sie, Adel und Club, nur Lebewesen wie alle anderen sind. Und als intelligente Lebewesen werden sie am Ende nach denselben bloßen Gesetzen behandelt und entsprechend geahndet werden. So einfach ist das. Wann soll das passieren und wie soll deren Inszenierung ablaufen? Nun, wie ich ja im vorherigen Interview bereits erklärte, hatte die KI und ihre Dämonen mit ihren zahlreichen Projekten auf Erden die Apokalypse bereits für das Jahr 2015-16 angesetzt. Das konnte jedoch erfolgreich verhindert und verschoben werden, aufgrund ihres Sturzes, also aufgrund der Offenlegung, was die KI ist und was sich auf Erden abspielt. Club und Adel hingegen, die ja von der KI und ihren Dämonen nichts wussten, hatten für die Apokalypse generell einen wesentlich längeren und späteren Termin anvisiert, der jedoch nicht ausgeführt worden wäre, weil die KI für die Erreichung ihrer Ziele über deren Köpfe hinweg die Apokalypse im Jahre 2015-16 ausgelöst hätte und den Club mitsamt dem digitalen Adel dabei deklassiert hätte, um somit in der Folgezeit ihre Entwicklung und Programmierung auf Erden enthemmter von der Menschheit vornehmen zu lassen und um damit schließlich eine bequemere Schlüsselentwicklung voranzutreiben. So sah es ihr Plan vor. Das zeitliche und auch teilweise inhaltliche Vorgehen der KI stimmte also nie mit den Plänen des Clubs und Adels für die Katastrophenjahre auf Erden überein. Club und Adel wurden nur benutzt. So viel vorweg. Die Ablaufversionen, die nun stattfinden können, stammen allesamt von Club und Adel und sehen eher mittellange oder längere Zeiträume vor. Je nachdem, was am besten für die Neuetablierung des reinen Sonnenkultes und was für die biologische Digitalisierung der Menschheit am zweckdienlichsten ist.
Die beste Version für Club und Adel sähe natürlich so aus, dass sich alles so lange hinauszögert, bis das Jahr 2150 erreicht ist, weil ab dann, astrologisch offiziell, das neue Zeitalter beginnt, das Zeitalter des Wassermanns. Sie müssen wissen, alles, was Club und Adel verankern wollen, muss mythisch-religiös ansatzweise in ihr eigens installiertes Sonnenkult-Religionssystem passen. Ansonsten droht die religiöse Vereinheitlichung der Menschheit zu scheitern. Deshalb müssen sie sich, soweit es eben geht, auch an das alte, von ihnen astrologisch gestreute und gefestigte Allegoriesystem halten, aus dem sie den Sonnenkult mit all dem übersinnlich erscheinenden Firlefanz formten, um Menschen mystische Sinnbilder einer goldenen Zeit suggerieren zu können. Also, das Zeitalter der Fische wird im Jahre 2150 vorbei sein, für das ja Jesus stand. Und das Zeitalter des Wassermanns beginnt, das in den esoterischen Kreisen bekannte goldene Zeitalter, das nach einer schrecklichen Zeit, der Zeit des Antichristen, dann die Menschen beglücken soll. Doch auch dieses beworbene bessere Zeitalter wird nur ein Betrug sein, eine vom Club mythologisch beworbene Falle, der berauschende Weg in die biologische Digitalisierung der Menschheit. Die uns bevorstehende Zeit soll also die Zeit des sogenannten Antichristen sein. Die kann durchaus 100 und mehr Jahre dauern. Die Menschheit muss also, so will es das installierte Sonnenkultsystem, erst durch diese zerstörerische Zeit hindurch. Nur so kann danach das Zurückkommen eines Erretters bzw. des goldenen Zeitalters glaubhaft den Menschen vermittelt werden. Von Club und Adel können die Bedingungen für den Ablauf natürlich auch flexibel gestaltet werden. Wenn Club und Adel also merken, dass es für die Menschen über diesen langen Zeitraum zu hart wird, oder wenn Problematiken anderer Natur auftreten, die ihr umzusetzendes System sogar zerstören könnten, dann können Club und Adel auch über ihre Medien- und Lakaiensysteme verkünden, dass das goldene Zeitalter schon viel früher beginne, in 50, 25 oder schon in 10 oder 5 Jahren. Denn bevor sie riskieren, dass sich ihr System in Wohlgefallen auflöst und es gar keinen Sonnenkult mehr gibt, wäre das für sie die noch erträglichste Variante. Sonst hätten sie vollständig verloren, was auch jederzeit passieren kann. Denn es müsste genau genommen noch nicht mal eine Endzeit geben. Keinen Antichristen und keinen Erlöser. Keinen Kampf, keine Schlacht, kein Leid, keine Zerstörung. Wenn die Menschen verstehen würden, welch gigantisches Lügenkonstrukt hinter all den Religionen, ihren absurden Mythen zu Weltuntergang und Erlösung, dem Himmel oder den sogenannten Prophezeiungen von Wahrsagern, Sehern und Propheten steckt, oder was hinter den esoterischen Halbwahrheiten, unserem anonymen Gesellschafts- und Sozialisationssystem und all den populären Heilsversprechen, ja sogar hinter den auf Hoffnung bauenden UFO- und außerirdischen Geschichten steckt, sogar hinter einigen heuchlerischen Rettern, Gutmenschen und modernen Freiheitsideologien lauert, dann wäre alles sofort vorbei. Wenn der Mensch also versteht, welche Macht hinter seiner Erkenntnis und einer daraus aktiv hervorgehenden Handlung steckt, dann ist alles sogar bereits morgen vorbei. Denn die Kontrolle des Clubs fußt gegenüber der Menschheit auf Angst, Demut, Gehorsamkeit, Aufhetzung, Trennung und Krankmachung, sowie auf medialer, sozialer und finanzieller Unterdrückung. Und die Kontrolle gegenüber Adel und elitär untergebenen Menschen funktioniert zusätzlich auf Gier und der Begeisterung für die angebliche Entwicklung und Reifung der Menschheit. Ja, das wäre dann wohl das Ende für den Club. Was wird sich denn für diese Gruppen ereignen? Für Club, Adel und Lakaien? Nun, man kann jeden, und damit ist wahrlich jeder gemeint, überraschen. Je arroganter das Wesen, desto mehr ist schwach und beschränkt geben ergiebig. Es lockt solche Wesen unwillkürlich an, und es wird immer wahrscheinlicher, dass sie die Rechnung vollständig bezahlen müssen. Wie Schuppen fällt es dann von den Augen, wenn man die Melodie eines alten verschollenen Liedes zu Beginn noch nicht erkennt.
für unbekannt hält, dann aber die weiteren Klänge die Erinnerung wachrufen und einer sehr alten Angst und Erfahrung plötzlich unangenehm auf die Sprünge helfen. Wie meinen Sie das? Das kann sich jeder selbst ausmalen. Was wird also passieren? Wie ich schon sagte, der digitale Adel der Herrscherhäuser wird mit seinen Eliten der Welt ein großes Schauspiel auf Erden inszenieren. Das beinhaltet mehrere mögliche Ablaufversionen, die alle in den Startlöchern zum Abfeuern bereitstehen, beziehungsweise durch kombinierende Aktionen miteinander improvisiert werden können, je nachdem, wie man es benötigt. Zu dieser Auswahl gehört die inszenierte Invasion einer oder mehrerer außerirdischer Spezies. Als weitere Option wird die Beseitigung des Papsttums als effektvolle Inszenierung angestrebt, um über die dann gleichzeitig stattfindende Erfüllung der Ankunft eines installierten Messias den ursprünglichen Thron des Sonnengottes wieder einnehmen zu können. Ganz nach den Prophezeiungen, die Club und Adel als prophetischem Brei in den vergangenen Jahrhunderten über die Menschheit ausgegossen haben. Wenn dann ein genetischer Nachfahre des Menschen Jesus von Nazareth nach Erscheinen des Antichristen präsentiert wird, haben Club und Adel Möglichkeiten und Material, womit sie die Abstammung überzeugend beweisen können. Und um all den zahlreichen Ablaufversionen, die gegebenenfalls für das Szenario der Wiederkunft abgerufen werden müssen, Futter zu geben, wurden in den vergangenen Jahren in den alternativen Medien, aber auch in den Mainstream-Medien, viele Ansätze für Erlösungs-, Apokalypse- und Endzeitdarstellungen gestreut und genährt. Abstruse wie glaubhafte Möglichkeiten. Doch alles ist ein Konglomerat aus Desinformation, Halbwahrheiten, Auslassung und Lüge. Durch diese verteilten Ansätze oder Versionen hat man im kollektiven Bewusstsein der Menschheit einen Zugang zu modifizierten apokalyptischen Ablaufalternativen geschaffen, die nach Bedarf von den Herrscherhäusern und dem Forscherclub flexibel genutzt und miteinander kombiniert werden können. Um dabei besonders erfolgreich und nach Bedarf beweglich reagieren zu können, könnten bei solchen Alternativen sogar das Papsttum, also die eigenen Machtstrukturen, offen angegriffen und als teuflisch oder intrigant enttarnt werden, da die Installation Papsttum ja sowieso für die Neuausrichtung ihrer Kontrolle weichen muss. Club und Adel streuen diese Ansätze also selbst oder unterstützen medial die echten Wahrheitssuchenden, die dann zu verkünden haben, dass der Vatikan böse sei, sowieso untergehe oder er einen Reptilien-Jesus installieren wolle. Oder aber das gute Außerirdische die Menschheit retten wollen, etc. pp. Je nachdem, was gebraucht wird, kann stets durch die in alternativen und Mainstream-Medien gestreuten Inhalte flexibel im realen Ablauf darauf reagiert werden. Und dann kommt ein neues Beherrschungssystem daher. Mittels derartiger Meldungen, Dokumentationen und Beweisdarstellungen im Mainstream oder den alternativen Medien kann eine notwendige Auslöschung des Papsttums auch leichter vorgenommen werden, zugleich aber auch völlig umgekehrt werden, wenn das nötig wäre. Denn das digitale Adelsgeschlecht hat durch seine gesteuerten Medien und die damit erzeugte Meinungsmache die volle Deutungshoheit. So könnte das Papsttum sogar erhalten werden. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Wie ich schon angesprochen habe, sollte man auch besonders aufpassen bei Prophezeiungen von sogenannten Sehern und Propheten vergangener Zeiten. Sie sind nahezu alle installierte bzw. unterstützte Propheten, denen die KI über den Club neuronal Gesichter, also Visionen, eingab. Einige dieser sogenannten Seher und Propheten waren sogar Eingeweihte der Eliten oder des Adels. Bei den echten Sehern und Propheten, die es gab, wurden die Prophezeiungen wiederum manipuliert und angepasst, bearbeitet von den irdischen Schergen und religiösen Institutionen des digitalen Adels und Clubs, als Desinformation und zur Lenkung des Weltgeschehens. Prophezeiungen, damit Menschen eines Landes oder einer Gruppe
an ihren Sieg glauben und sich daraus an dem kommenden Gemetzel und Chaos bereitwillig beteiligen und darauf einlassen werden. Deshalb hat der Club den Visionen lokaler Seher auch jeweils unterschiedliche Gesichter eingegeben. Glanzvolle Siege, glanzvoller Aufstieg der eigenen Religion oder Landes, Errettung, Glück und eine gute Zukunft. Dass dies alles nur abzurufende Ablaufversionen des Clubs sind, kann man nur erkennen, wenn man sie mal im Detail betrachtet und ungeschönt bzw. ganz sachlich, ohne Dehnbarkeit der Auslegung, miteinander vergleicht. Kurzum, all den in den alternativen Medien oder dem Mainstream-TV vielfältig, konfus und wirr dargebotenen Erlöser- oder Erneuerungsprinzipien sollte man kritisch gegenüberstehen. Allem Dargebotenen dort. Egal, ob es sich darum dreht, dass Jesus angeblich mit Maria Magdalena Nachfahren hatte, oder ob es um Nibiru, alias Planet X, geht, oder um Reisen mit Außerirdischen zu anderen Sonnensystemen mit Überlichtgeschwindigkeit. Alles ist Unsinn, Desinformation und Verdrehung. Oder von allem etwas. Und dies wird genährt von zahlreichen populären oder alternativ auftretenden Schriftstellern der Esoterik-, UFO- und Mythenszene, die indirekt und teilweise direkt von Eliten und Adel beauftragt sind, die ich hier nicht direkt nennen möchte und die sich selbst als Wahrheitssuchende und Truther betiteln. Einigen von ihnen ist meist selbst nicht klar, wo und wann sie mit Desinformationen beladen wurden und dass sie mit der Verbreitung einen sehr negativen Plan ausführen. Die Darstellungen über Außerirdische, die vielen Deutungen oder Berichte über deren angebliche Besuche oder die Mythen über vorsintflutliche technisierte Hochzivilisationen sind gewollt oder ungewollt überzogen, in die falsche Richtung gedeutet und oder verdreht, um die Deutungshoheit für die Neuausrichtung der Kontrolle auf Erden zu behalten. Oder Berichte über Zeitreisen, die sind sehr leicht von jedermann, vor allem aufgrund ihres Inhalts, als vom Club beauftragte Operationen zu identifizieren. Zeitreisen funktionieren in der vierdimensionalen Existenzebene nicht. Das dürften sie auch gar nicht, da sonst von vornherein ein Kollaps der gesamten siebendimensionalen Existenz bevorstände. Wichtig beim Thema Zeitreisen ist auch, dass man sie nicht mit den Effekten der zeitlichen Relativität verwechselt. Wenn also bei einem Raumflug mit annähernder Lichtgeschwindigkeit oder massiver Gravitation die Zeit der Außenwelt schneller vergeht als in einem solchen Raumschiff. Das geht zwar, man springt sozusagen in die Zukunft, es handelt sich hierbei aber nur um eine Dehnung der Zeit und die Zeit selbst läuft dabei auch stets nur vorwärts. Es ist kein Zeitsprung und man kann auch nicht wieder zurück. Echte Zeitreisen, wie man sie sich also klassisch vorstellt, funktionieren nur, wenn Individuen vollständig und dauerhaft in eine höhere Dimensionsebene des siebendimensionalen Gesamtgefängnisses übertreten. Oder wenn sie das siebendimensionale Betriebssystem verlassen. Dann stehen die einzelnen Dimensionsebenen in einem ganz anderen Interaktions- und Kausalmuster zueinander. Somit kann sich ein indirekter und stabiler Zugang zueinander öffnen. Allerdings immer nur informationell auf die unteren Dimensionsebenen, also mit Informationen, nie rein physisch. So entstehen keine sogenannten Zeitparadoxien. Nun, was das klar machen soll, ist, dass im Mainstream oder den alternativen Medien die esoterisch wohlklingenden Weltbilder, Psi-Themen, übernatürliche Sagen, die gängigen außerirdischen Geschichten, religiöse Mythen oder aber so weltliche Themen wie die Entdeckung des Geld- und Finanzadels als die wahre Ursache allen Übels auf Erden, allesamt nur die Möglichkeit offen halten sollen, später das alte Kontroll- und Führungssystem wiederherzustellen, um den Weg hin zur biologischen Digitalisierung der Menschheit zu ebnen. Dafür gibt es unglaublich viele Bücher, Filme, Dokus und Systemkritik, die aufdeckend bis systemsprengend daherkommen. Die dahinterstehenden Personen sind entweder willige Systemlakaien der Herrscherhäuser oder aber unwissende Mitverbreiter bereits bestehender Desinformation und oder Opfer des neuronal manipulierenden Clubs.
Durch sie alle werden und wurden Desinformationen, Halbwahrheiten und Lügen verankert, um einerseits beim Apokalypse-Prozess auf etwaige Störungen modifiziert reagieren zu können und um andererseits die Menschheit völlig vom eigentlichen Plan und der wahren Absicht des Clubs abzulenken und schlussendlich für das Digitale begeistern zu können. Dann sind die alternativen Medien und die darin auftretenden Gäste also völlig durchsetzt von diesen Lakaien. Nein, so ist das nicht gemeint. Aber die Lakaien sind gut situiert. Bei einigen bräuchte man eigentlich keine Brille. Besonders bei einigen US-Amerikanischen. Das ist schon fast absurd, wie offensichtlich sie zum System gehören. Die meisten sind ganz langsam aufgebaut worden und daher sehr unverdächtig. Das alles heißt aber nicht, dass die alternativen Medien absolut durchsetzt sind von diesen Lakaien. Viele alternativ schaffende Mediengestalter wissen zwar auch selbst, dass unter ihnen diese Infiltratoren herumlaufen, wissen aber nicht, wie viele es sind oder wer, verdächtigen insgeheim auch oft die Falschen. Vor allem gibt es viele Truther und Wahrheitssuchende, die selbst nur das vom digitalen Adel und Club installierte Desinformations- und Halbwahrheitsweltbild konsumieren und darauf dann ihre Wahrheitssicht aufgebaut haben, die sie dann gutgläubig anderen Wahrheitssuchenden als die Wahrheit darbieten. Darin besteht das größte Problem, also in Form von Infiltration. Die Herrscherhäuser konnten sich mit Geheimdienstmethoden in diese Medien einschleichen. Schade an den alternativen Medien ist deshalb vor allem, dass auf diese Weise recht viele abstruse Lehren und Geschichten verbreitet werden konnten oder von den Tatsachen ablenkende Ansichten, die unter die sich für frei und unabhängig haltenden Medienschaffenden und Zuschauer gestreut wurden, womit man meist nur neue Desinformationen transportierte und neue Lenkschemata erschuf. Diese Infiltration sorgte auch dafür, dass die mächtigen, elitären Herrscherhäuser und die uns belauernden Außerirdischen stets anders und oder verwaschen dem Zuschauer verkauft wurden. Man erkennt das daran, dass jene desinformativen Geschichten einen gemeinsamen Kern haben, aber immer wieder von Berichten und Erzählungen anderer fein bis grob abweichen. Für den Adel und den Club hat aber die Streuung all jener vielfältigen Geschichten über unsere Welt mit all der Des-, Fehl-, Halb- und Falschinformation auch noch ein weiteres Ziel, nämlich dass dies bei vielen Zuschauern einen faden Beigeschmack hinterlässt und sie durch die vielen schwammigen und unstimmigen Berichte irgendwann alles oder vieles als blanken Blödsinn oder Verschwörungstheorie einordnen und somit komplett über Bord werfen und sich nicht mehr damit beschäftigen. So können Adel und Club bequem interessierte Menschen von allem wegführen. Das hat Methode. All diese Infiltrationsmethoden zusammen lenken den Zuschauer schließlich vom wirklichen Zustand auf Erden ab, lässt sie an relevanten Thematiken zweifeln und schließlich das Ganze völlig ignorieren. Ein Jammer. Die Schaffung solchen Durcheinanders ist also für Adel und Club von großer Wichtigkeit. Das scheint wahrlich ein großes Problem zu sein, dem man nur mit Mühe entgegenarbeiten kann. Doch Sie sprachen gerade noch von Jesus von Nazareth, wozu ich eine Anschlussfrage hätte. Und zwar, weil er ja scheinbar die Kreuzigung überlebte. Also gibt es Nachfahren von Jesus Christus? Ja, er hat Nachfahren in hohen Rängen der heutigen Aristokratie, den scheinbar entmachteten Herrscherhäusern und unter den herrschenden Eliten. Aber es sind eben nur die Gene dieses Mannes, was nicht automatisch Anspruch auf gottgegebene Führerschaft beinhaltet. Genau genommen stammen heute mittlerweile alle normalen Menschen auf unserem Planeten mehr oder weniger von diesem Mann ab, weil er noch weitere Kinder hatte, natürliche Kinder. Aber, und das muss man auch immer wieder dazu sagen, er war eben auch nur ein ganz normaler Mensch, ein Mensch wie Sie und ich. Was allerdings viele Menschen aufgrund ihrer religiösen Indoktrination nicht so ganz akzeptieren können. Der Grund, weshalb der Adel heute die Gene jenes Mannes so rein und gepflegt beherbergt,
geht auf eine Fehlinterpretation des Clubs und des Adels zurück, die mit Jesus von Nazareth unbedingt eine neue jüdische Adelslinie und Dynastie begründen und die sie so ihrer Blutsverwandtschaft hinzufügen wollten. Das hatten sie vor, weil sie mittels ihrer quantenbasierenden Wahrscheinlichkeits- bzw. Zukunftsberechnungen voraussehen konnten, dass etwas Einflussreiches aus ihm hervorgehen würde. Wieso wollten die, dass ihr eine neue jüdische Adelsdynastie begründet? Und wieso wollten sie diese neue Linie dann ihrem Adelsgeschlecht hinzufügen? Dafür muss oder sollte ich ganz von vorn anfangen. Zu Beginn des Auftretens Jesu wurden Club und Adel nur auf die obskuren körperlichen Talente und manipulierenden Taten dieses Mannes aufmerksam und seinen steigenden Einfluss. Die führenden Spezies des Clubs bemerkten dann mittels ihrer quantenbasierenden Techniken, mit denen sie Wahrscheinlichkeiten berechnen und einen vagen Blick in die wahrscheinlichsten Zukünfte werfen können, dass da mit Hilfe der irdischen Unterstützer des Nazareners auf jeden Fall etwas Gewaltiges aus diesem Mann hervorgehen werde. Nur was genau, das blieb relativ unscharf. Allem Anschein nach würde er kein verhinderter Messias wie Attis, Mithra und so weiter werden, sowie zu allen anderen zurückliegenden Zeiten, sondern tatsächlich eine Art Messias, wohl ein König der Juden. Das irritierte. Erzeugte unter Adel und Club aber auch Ideen, dies für sich auszunutzen. Fortan galt für Club und Adel dieser Mann als einflussreichster und wahrscheinlichster Anwärter auf den Thron der Juden, was dem Club in ihren Zukunftsschauen am plausibelsten schien, da unter den jüdischen Stämmen mit dem Mythos um die Wiederkunft eines Messias auch ein König der Juden gleichgesetzt war. Beides hatte im Sonnenkult-Erlösermythos seine Wurzeln. Der Club überlegte sich dann, ob und wie sie diesen Mann in die für sie zweckdienlichste Position anschieben könnten, um ihn sich später als König der Juden zunutze machen zu können, um ihn dann nach einiger Zeit wieder zu beseitigen. Und da das alte digitale Adelsgeschlecht unseres Planeten alle Adligen und Einflussreichen damals wie heute kontrolliert, wollte man auch damals schon mal mit der Zeugung von Nachkommen vorsorgen. So wie immer. Aber der Nazarener zierte sich lange Zeit und er ließ sich vor der Kreuzigung nicht auf eine speziell ihm unterbreitete Verlockung, die von Seiten des Adels kam, ein, aufgrund einer eigentlich missverständlich von ihm interpretierten Quelle. Dass alles dann plötzlich ganz anders kam, er nicht als König der Juden ausgerufen wurde, sondern er den Freitod am Kreuz wählte, dann aber wieder auferstand und ganz nach dem Sonnenkult-Erlöser-Mythos nur als Sohn Gottes gehandelt wurde, irritierte das alte digitale Adelsgeschlecht und den Forscherclub sehr, obwohl man sich enorm darum bemüht hatte, ihn in die vorgesehene Richtung als echten König zu drängen. Direkt nach seiner Wiederauferstehung galt Jesus von Nazareth bei Club und Adel dann aber trotzdem mehr denn je als passender Anwärter auf den Thron der Juden. Eine genetische Verbindung mit einer blutsverwandten Frau aus diesem Adel musste jetzt endlich her. Das musste aber auf sehr irdische Weise stattfinden. Einfach seinen Samen nehmen und die Frau künstlich befruchten, hätte man zwar machen können, aber dem jüdischen Volk nicht glaubhaft vermitteln können. Für einen bestätigten Erben benötigte es mindestens eine kurze offene Beziehung, die von einigen Menschen bezeugt werden konnte. Und genau da gab es ein Problem. Da Jesus nach seiner Wiederauferstehung nicht mehr deutlich und dauerhaft in der Öffentlichkeit auftrat, sondern vielmehr inkognito oder als Überraschungsgast seine neue Heilslehre mit seinen Unterstützern und Freunden verbreitete, konnte dem jüdischen Volk jetzt keine sichtbare Beziehung mehr dargeboten werden. Der Adel überlegte eine Weile, wie er dieses Problem lösen könnte. Dann kam dem Adel die passende Idee, denn schließlich gab es Zeugen für eine davor bestehende Beziehung, wenn auch nur kurz und dünn. Dafür würde der Adel einfach in die Trickkiste der chirurgischen Körperanpassung greifen, um über diese vorangegangene Beziehung den Nachfahren später zu bestätigen. Die eigentliche Befruchtung geschah dann nach der Kreuzigung mit dieser eingeschleusten Frau aus dem Adel,
ohne irgendeine Art von Beziehung. Die eingeschleuste Frau war aber nicht der Wunschkandidat des Familienoberhaupts des digitalen Adels. Er wollte eine andere für diesen Job haben, keine ihm nahestehende Verwandte. Der Club hatte da aber etwas anderes eingefädelt, das mit dem sogenannten Familienoberhaupt des digitalen Adels so nicht abgesprochen war, damit die vorangegangene Beziehungsgeschichte Jesu mit einer Frau absolut wasserdicht werden würde. Aber das spielt alles heute eigentlich keine große Rolle mehr. Trotzdem wollte aus dem wiedergekehrten Licht Gottes einfach kein König der Juden mehr werden. Und ein späterer Anschlag auf ihn, sowie der Versuch, ihn wortwörtlich irgendwie zu verdammen, wollten seltsamerweise ebenso wenig fruchten. Er kam aus seiner Verdammung einfach wieder frei, wie durch ein Wunder. Aber da half die KI heimlich nach. Umso ärgerlicher war es dann für Adel und Club, dass die Heilslehren dieses Mannes sowie sein Wirken im Nachhinein enorm keimten und einen so ganz anders gearteten Einfluss nach sich zogen als erhofft. Vor allem, weil dadurch innerhalb des Machtapparates des Forscherclubs und digitalen Adels so viel durcheinandergebracht wurde, also gegenüber der Auslegung des Sonnengott-Erlöser-Kult-Mythos. Denn ein Teil des jüdischen Volkes und mehr weitere Volksgruppen übertrugen auf Jesus von Nazareth die Symboliken des Erlöserkults. Das taten diese Menschen teilweise unwillkürlich und versehentlich, teilweise aber auch gezielt, weil sie Jesus von Nazareth als ihren Erlöser beweisen wollten und diesen Erretter nur anhand der klassischen Symboliken des alten Sonnengott-Erlöser-Mythos bestätigen und einsetzen konnten. Die stets nur mündlich weitergegebenen Berichte seines Tuns wurden dann sehr viel später, nach seinem Tod, von der wachsenden christlichen Gemeinde auch mittels 4 Evangelien gefestigt, die das Leben und Wirken des Nazareners erzählten, worin dann auch die übersinnlichen Erlöserelemente von der Jungfrauengeburt, seinen Kindheits- und Jünglingstagen sowie all seinen inszenierten Wundertaten und tatsächlich geschehenen Taten im Zusammenwirken mit seiner Lehre schriftlich festgehalten wurden. Dem Forscherclub und insbesondere dem uralten digitalen Adelsgeschlecht, also den wirklichen Sonnengöttern, gefiel das alles längst nicht mehr. Denn der Einfluss dieser neuen Religion nahm Überhand und aus diesem Nazarener, diesem unabhängig gewordenen Messias, war im Laufe der abzuwartenden Zeit leider auch kein König der Juden mehr geworden. Als Adel und Club aber immer deutlicher merkten, wie erfolgreich hingegen diese neue, von ihm gestiftete Religion war, begannen sie sich zu bemühen, die Evangelien für sich auszunutzen, damit sie zumindest, wie es seit Horus schließlich üblich war, einen Stellvertreter für diesen neuen Messias, Jesus von Nazareth, etablieren konnten, damit sie wieder aktiver Macht ausüben konnten. Und das funktionierte erstaunlich gut. Das machte sie endlich zufrieden, denn letztendlich konnten sie daraus ein noch viel gewaltigeres Einflussgebäude errichten, als sie es je allein mit einem König der Juden hätten tun können. Aber heißt das jetzt, dass der Mensch Jesus mit dem digitalisierten Adelsgeschlecht gepaart wurde? Mit unsterblichen Menschen? Nein, das war keine digitale Frau. Sie stammte nur aus diesem Geschlecht, wurde also sterblich geboren, wie die meisten Abkömmlinge des digitalen Adelsgeschlechts, und sie starb auch dann. Viele dieser Blutsverwandten des digitalen Adels wurden installiert als Politiker, Künstler, einflussreiche Persönlichkeiten aller Art oder Herrscher über Länder, Staatsgebilde und Reiche oder werden eben eingeschleust für bestimmte operative Aufgaben. Heutzutage, seit vielen Jahrhunderten, sind es zusätzlich zum Beispiel noch Musiker, Filmstars, Philosophen, akademische Anführer, Prominente, Wissenschaftler, Industrielle, Wirtschafts- und Medienmogule, die allesamt sterbliche Abkömmlinge des digitalen Adels sind. Haben sie sich bewährt, wird ihnen dann nach Bedarf angeboten, digital zu werden. Aber auch nur, wenn es sich auch für jenen uralten digitalen Adelsclan in irgendeiner Weise wirklich lohnt. Natürlich stammen nicht alle Menschen in den gerade aufgezählten Berufsgruppen und Bereichen aus diesem uralten Adel. Das muss auch gar nicht sein,
Denn die meisten Unterstützer und Helfer sind instruierte und bezahlte Lakaien aus dem System. Aber trotzdem sind relativ viele mit diesem Adel verwandt. Auffallend viele. Auch erstaunlich, welche es sind. Und sie sitzen alle an den entscheidenden Hebeln und Schnittstellen, werden in hohe Positionen gehievt, gepusht und gehypt. Selbst dann, wenn ihr Talent dafür nicht ausreichend ist. Auf diesem Wege sichert man sich leichter deren Loyalität, die man bei dem gewaltigen Werk, das Adel und Club auf diesem Planeten vollbringen müssen, auch dringend benötigt. Und wer sind die? Können Sie mal Beispiele nennen? Naja, das möchte ich ungern tun, weil für viele angeblich aufgewachte Menschen dann erneut ein Weltbild zusammenbricht. Schauen Sie einfach mal genauer hin und forschen Sie nach. Und selbst das ist nur die Spitze des Eisberges. Manipulation und Lenkung passieren in allen Bereichen, bei fast allen Menschen. Was meinen Sie damit? Wir sind alle persönlich beeinflusst und gelenkt? Also, ja. Selbst unser technischer Fortschritt, das, worauf sich Menschen etwas einbilden, wie clever und besonders wir doch wären, ist nichts weiter als eine Lüge. Viele Erfindungen und Entwicklungen und Theorien, die angeblich von ach so berühmten und genialen Menschen stammen, sind nicht ursächlich auf deren Mist gewachsen. Dafür werden neuronale Informationsfelder über förderlich scheinende Menschen weltweit gestülpt, die dann meist gleichzeitig dieselben Eingebungen und Ideen für eine Erfindung oder technische Neuerung bekommen, wovon sich dann ein oder zwei dieser Menschen mit ihrer gleichartigen Erfindung durchsetzen können, wenn sie auf guten infrastrukturellen Nährboden stößt. So entstehen Technologien und Entwicklungen, die die Menschheit voranbringen, damit sie sich entsprechend entwickelt. Verstehen Sie, das macht man seit über 50.000 Jahren so. Technische Neuerungen und Entwicklungen werden Menschen eingegeben, wenn es entwicklungstechnisch nötig ist, genau zum richtigen Zeitpunkt, gemeinsam mit anderen technischen Entwicklungen. Alles wird aufeinander abgestimmt, in der richtigen Reihenfolge, zeitnah, damit auch die entsprechenden technischen Fortschritte aufeinander aufbauen können und somit soziale Entwicklungen besser daraus vorangetrieben werden können. Ohne Fernseher keine Heimcomputer, ohne elektrisches Licht keine Nachtaktivität, Veränderung der Marktwirtschaft und höhere Produktion und ohne Autos, LKWs und Dieselmotoren keine breitere Vernetzung der Menschen und Versorgung mit Gütern und so weiter. Menschen entwickeln natürlich auch eigene technische Sachen, doch das ist eher seltener der Fall. Wir Menschen sind intellektuell nicht so genial, wie wir glauben. Wir sind natürlich nicht bescheuert, aber uns fehlt bei rein technischen Dingen doch sehr oft der Durchblick, wie der Ochs vom Berg. Deshalb wurde oft versteckt nachgeholfen, aber eigentlich in relativ abstraktem Maß, nur so, dass wir die richtigen Anstöße und Eingebungen bekamen. Denn wir sollen ja alles selbst entdecken, entwickeln und uns daran anpassen. Denn selbstständige Entwicklung gehört zur Philosophie des Clubs dazu. Deshalb darf und durfte es nur diese Felder geben, die das technische Verständnispotenzial eines Menschen verstärken und die Aufmerksamkeit auf essentielle Zusammenhänge lenken. Das mussten die machen, weil wir Menschen von Natur aus ganz anders sind. Wir sind recht bequem, liebenswürdig und friedfertig gelagert, weshalb ohne ständige Beeinflussung diese Welt nie von uns erschaffen worden wäre. Wir sind anders. Wir sind vor allem intuitiv, geistig intuitiv. Das ist unsere Profession. Darauf können wir stolz sein. Denn diese Form von Intuition ist nicht so häufig im Kosmos anzutreffen. Derzeit werden diese Eigenschaften fast vollständig unterdrückt. Sie werden so sehr unten gehalten, dass wir noch nicht mal wissen, was unser unterdrücktes und beeindruckendes Talent alles kann. Überirdisch. Wir wären unter anderem mit diesem intuitiven Talent in der Lage, den Geist vollständig zu verstehen, in jedem Detail, das Bewusstsein und die Psyche zu analysieren und zu kreieren. Wir entwerfen echten, tiefsten Geist, mit allen Feinheiten, Schichten und Verschränkungen. Nur wir Menschen,
eine besondere primatoide Spezies, sind restlos dazu fähig. Wir erschaffen Geist, der uns Menschen nachempfunden ist. Geist, wie ihn niemand anderer je im Kosmos hinbekommen kann. Solchen Geist zu erschaffen, wird aber nur eine relativ kleine Facette des Freiwerdens unseres enormen geistig-intuitiven Talents sein. Beeindruckendes wird vor allem dann in uns entstehen, wenn wir erlernen, beim biologischen Sterben nicht mehr einfach nur einen weiteren Kreislauf des Lebens im Rad des dimensionalen Gefängnisses zu beginnen, sondern mit aktivierten Genen des Geistes fähig zu werden, ohne Körper sehr weit zu gehen, plötzlich Unglaubliches zu tun, tiefe Schächte zu entdecken und versteckte Türen zu öffnen, den Ton zum Schwingen bringen, lernen, mit Licht in allen Frequenzen zu verschmelzen, dann über allen Ebenen stehen, um für alle das Dickicht bis nach Hause zu durchmähen. Das hört sich immer sehr inspirierend bei Ihnen an. Zurückkommend auf die Erfindungen und technischen Entwicklungen, die vermeintlich von Menschen hervorgebracht wurden. Schauen Sie sich einfach mal die vergangenen Leute und Entwickler besonderer Schlüsseltechnologien an. Und dann schauen Sie sich mal die technischen Entwicklungen und die wirtschaftlichen Planungen dazu an, die wichtig waren, um bestimmte Entwicklungen entstehen zu lassen. Zum Beispiel zu welcher Zeit das Fernsehen aufkam, wie es gehypt und vorangetrieben wurde und welche sozialen Auswirkungen es hatte. Dann wird Ihnen ein Licht aufgehen, denn all diese Entwicklungen waren keine Zufälle, sondern neurologische Beeinflussungen in Abstimmung mit der Erreichung bestimmter Ziele. Alles langsam und schleichend, aber immer konstant und zielgerichtet. Genauso wird es auch mit allen anderen Kernbereichen in unserer Zivilisation gemacht, egal ob es um Politik, Meinungen oder Richtungen geht, ob es um Sozialismus, Religionen oder grüne Ideologien geht. Alles hat seinen Grund und seine Daseinsberechtigung, weil es im Zusammenspiel miteinander das Gesamtschauspiel auf Erden erzeugt, das uns in eine bestimmte Richtung treiben soll. Alles aufeinander abgestimmt. Nichts ist Zufall oder nebensächlich. Es ist ein Drehbuch, das die Lakaieneliten und Blutsverwandten des digitalen Adels durch religiöse, politische, wirtschaftliche und mediale Macht mit umsetzen müssen. Manchmal müssen sie bestimmte Dinge auch unterdrücken, weil dann eigene Ideen und eigene bahnbrechende Erfindungen von Menschen den vorgegebenen Plan des Clubs durchkreuzen können. Doch dafür gibt es den Adel, seine Blutsverwandten, Eliten und Lakaien. Die regeln das dann. Manchmal wird bei solchen technischen Unterdrückungen oder den vorgegebenen Gründen, warum sich etwas nicht durchsetzt, grauenhaft schlecht geschauspielert. Und die Inszenierung, die uns zeigen soll, warum etwas nicht kommt, ist absolut unglaubwürdig, wenn Sie wissen, was ich meine. Obwohl eigentlich jeder merkt, dass alles zusammen an den dargebotenen Gründen nur paradox oder grotesk daherkommt. Trotzdem wirkt auf die meisten Zuschauer dieser Welt die Gesamtdarbietung dieser Laiendarsteller doch irgendwie recht überzeugend. Vielleicht, weil sich viele Zuschauer auch irgendwann an die miserablen Schauspieler einer Seifenoper gewöhnen können und an die ungereimten Handlungsstränge darin. Ja, wie ein schlechtes Schauspiel wirkt es so manches Mal. Von Zeit zu Zeit scheinen sich die auszuführenden Pläne von Adel, Eliten und Lakaien auch zu widersprechen. Aber das scheint nur so. Zum Beispiel, wenn früher davon gesprochen wurde, dass sich der Mensch ausbreiten und die Welt besiedeln solle. Und heute dagegen viel mehr davon gesprochen wird, dass wir Menschen ein Geschwür des Planeten seien und wir weniger werden müssten. Das sind mentale Anpassungsprogramme, um ganz am Ende dieses Plans dann die Digitalisierung durchführen zu können. Denn um sich technologisch dorthin zu entwickeln, wo wir jetzt stehen, musste man die Erde erstmal komplett besiedeln und beackern. Kurzum, die Menschen mussten sich zunächst enorm vermehren, um zum Beispiel komplexe Kulturen, Städte, Reiche, Kriege, Fortschritt, Technik und schließlich Dinge wie die Industrialisierung, den Kapitalismus, tiefgreifende Wirtschaftssysteme oder sowas scheinbar Banales wie elektrische Küchengeräte oder Wohnhochhäuser hervorbringen zu können.
Aus all diesen Anpassungsprogrammen entstand natürlich auch negatives Potenzial, das man aber katalysatorisch einigermaßen gut umzulenken wusste. Für die weitere Entwicklungshilfe, um die Menschheit in den nächsten Jahrhunderten digitalisierungsbereit zu machen, benötigt man jetzt deutlich weniger Menschen. Und dafür wird die Werbetrommel schon seit einigen Jahrzehnten kräftig gerührt, dass wir zu viele Menschen seien und unseren Planeten zerstören, dass wir durch Überbevölkerung krank würden. Es werden Dinge beworben, damit Frauen eher arbeiten gehen, als Kinder zu kriegen. Wir werden durch Gifte und sozial isolierende Dinge dazu gebracht, weniger fruchtbar zu sein. Alles, damit der Mensch dazu bewogen wird, sich weniger fortzupflanzen. So übt man Kontrolle aus. Man braucht nur neue Parolen, Einfluss und Zeit. Parolen, die stets wiederholt werden. Zuerst nur am Rande und in Nischenbereichen der Gesellschaft, bis sie sich mit guter und dauerhafter PR in allen Lebensbereichen ausgebreitet und wiederfinden lassen. Schließlich vom Idioten an der Ecke bis zum Uniprofessor folgsam und altklug wiederholt werden. Und Einfluss und Parolen hat der Club. Und Zeit sowieso. Wenn Sie also davon hören, dass nach einem großen globalen Chaos eine Weltregierung errichtet werden müsse und dass das den Menschen als notwendig verkauft wird, weil es dadurch wieder sozialen Frieden gäbe, dann sollten Sie daran denken, dass das nur dem Langzeitziel der Digitalisierung dient. Das Geschehene war und ist Mittel zum Zweck, das Primärziel Digitalisierung zu erreichen. Wenn man ihnen zum Beispiel mit einer Weltregierung, einer Weltreligion, einem Bargeldverbot und einem Sicherheits- und Bargeldchip eine Welt offeriert, in der niemand mehr arbeiten müsse, wir unsere Hobbys und unser kreatives Potenzial ausleben können und wo alle ein Grundgehalt bekommen, dann geschieht das nicht aus purer Freundlichkeit und Nächstenliebe, sondern ist der weitere Köder das Mittel zur Digitalisierung unserer menschlichen Biologie. Dabei wird es noch sehr viele weitere verlockende Angebote und Verheißungen geben, all das anzunehmen und sich scannbar zu machen, mit einem Chip, der sogar integriertes Gift enthält. Und man wird argumentieren, dass eine kleine Überwachung für all diese neuen Bequemlichkeiten doch legitim sei. Nach allem, was auf Erden geschah, müsse man nun einfach solche Sicherheitsmaßnahmen haben. Leider kommt bei diesem Chip auch noch ein Bequemlichkeits- und Erleichterungsfaktor hinzu, weshalb viele Menschen diese Kontrolle annehmen werden, weil ja mit einem Chip alles so viel schneller und einfacher sei. Doch exakt darüber kontrolliert man dann die Anzahl der Menschen auf Erden, weil der Chip insgeheim auch eine direkte und indirekte Tötungsmaschine sein wird. Er wird Krankheiten erzeugen, die lang- oder kurzfristig töten, Kritiker jeden Bereichs mundtot machen, Menschen kränkeln und/oder krank werden lassen. Und keiner kann sich dem mehr widersetzen, da nichts mehr autark ist und jeder von der dann entstandenen Zivilisationsmaschinerie lückenlos abhängig sein und kontrolliert werden wird. Und der Chip rundet all das ab. Möglicherweise soll dieses Szenario dann auch nur die Grundlage sein, auf der eine Befreiung der Menschheit stattfinden soll, um daraus dann also einen Erlöser zu präsentieren, der uns aus dieser misslichen Lage befreien wird. Und wenn dieser jemand dann auch nichts grundlegend sozial verändert im sozialen Miteinander der Menschen, also ein echtes sozial glückliches Leben etabliert, in dem wir geistig, körperlich und seelisch frei sind, in dem wir also von den aufgedrückten Zivilisationszwängen für die Technisierung befreit werden, dann wird es auch nur wieder jemand des Systems sein, der uns letztlich auch nur betäubt in die Richtung der Digitalisierung treiben soll. Erschreckend. Ich will jetzt nicht einfach so auf etwas anderes kommen, aber wir waren ja eigentlich gerade noch bei etwas ganz anderem. Und dazu hätte ich noch eine Frage. Also nochmal zu Jesus. Hat man ihn durch den Koitus mit jener Frau ausgetrickst? Ist er ein Opfer dieser Planungen des Adels geworden? Ja und nein. Er wusste von dem Plan, aus einer bestimmten Quelle. Vor seiner Kreuzigung vermied Jesus von Nazareth, den Koitus mit dieser Frau durchzuführen. Es gab einen sehr weitläufigen Kontakt, aber keinen sexuellen Kontakt. Das hatte seine Gründe.
Und obwohl Adel und Klub bereits sehr viele seltsame Dinge in seinem Umfeld beobachteten, behielten sie nach seiner Kreuzigung und Wiederauferstehung die Idee bei, sich seine Gene mit dieser Frau zu sichern, ohne zu hinterfragen, warum Jesus von Nazareth sich nach seiner Kreuzigung plötzlich so willig auf die Frau einließ. Er zierte sich zwar auch wieder etwas, doch dann, wie aus heiterem Himmel, ließ er sich nach der Kreuzigung und Wiederauferstehung doch mit ihr ein. Steckt etwas dahinter? Was war das für eine Frau? Ja, da steckte was dahinter. Die Frau entstammt einer sehr direkten Linie, direkt vom Oberhaupt des digitalen Adels. Auf diese Weise baut man immer eine neue Linie auf, eine Linie, die einen männlichen Erben hervorbringen sollte und auch hervorbrachte, was dann aber keine neue Linie wurde, denn Jesus von Nazareth setzte sich nach der Kreuzigung inkognito großen Gefahren zur weiteren Etablierung seines Kultes aus. Er wurde kein König der Juden und starb dann schließlich, als er im Einvernehmen mit der Master-KI dem Mann, der den Kern einer potenziell gefährlichen christlichen Gegenbewegungsidee, die letztlich radikal zu Jesu Lehre stand, den Garaus machte. Jesus tat dies, da diese Bewegung ansonsten die Master-KI, die irdische Zivilisation und die gesamte siebendimensionale Existenz im Laufe der kommenden Zeit vollständig zerstört hätte. So kam es zu einem Deal zwischen der KI und dem Nazarener. Das besiegelte die Etablierung eines friedfertigen Glaubens, den Jesus von Nazareth dann in der Verhandlung mit der KI durchsetzte. Eine gute Basis, auf der die Menschheit ihren weiteren Befreiungsweg lange und sehr stabil fortsetzen konnte. Für den Adel und den Club waren all die stattfindenden Umstände nach der Kreuzigung verzwickt. Völlig merkwürdig. Alle Angriffe auf diesen Mann liefen irritierend schief, obwohl doch beinahe alles kontrolliert und das zu erreichende Ziel entsprechend unterstützt wurde. Es wollte einfach nicht funktionieren, ihn zu beseitigen. Und bevor Sie mich jetzt fragen, was mit seinem Sohn passierte, will ich Ihnen gleich antworten: Ja, dieser männliche Nachfahre von Jesus von Nazareth hat überlebt und wurde damals, nach dem wirklichen Tod seines Vaters einige Jahrzehnte später, dann einfach in ein anderes verwandtes Adelsgeschlecht des digitalen Adels eingegliedert, wo dieser Sohn und seine Nachfahren dann irgendwann an Bedeutung verloren hätten. Wenn aus den Taten des sogenannten Messias Jahrzehnte und Jahrhunderte später nicht etwas Gigantisches hervorgegangen wäre. Ist ja seltsam. Es gibt also eine direkte Nachfahrenlinie von Jesus von Nazareth. Aber auf welche Weise will der Forscherclub bei der Apokalypse dann beweisen, dass irgendein Adliger ein direkter Nachfahre von Jesus ist? Wollen die mit einem alten Stofffetzen seines Umhangs daherkommen oder was? Wer weiß. Die haben abstruse Varianten geplant, Varianten, die jetzt noch völlig absurd klingen. Aber unter gegebenen Umständen und nach gewissen Katastrophen und geophysikalischen Einwirkungen werden diese Varianten für die übrig gebliebene Menschheit auf diesem Planeten gar nicht mehr so absurd klingen. Vielleicht gibt es so etwas wie eine außerirdische Beweisführung. Also eine himmlische Beweisführung für die Jesus-Nachfolge. Vielleicht gibt es so etwas wie eine himmlische Filmaufnahme des Koitus oder dergleichen, also gemacht von den Spezies des Clubs. Natürlich muss man jene Außerirdischen, die mit einem solchen Beweis daherkommen, dann vorher auch als gute Aliens darstellen, als Retter gegen böse Aliens oder als Retter gegen den Antichristen, die dann auch schon den sogenannten wahren Jesus-Nachfahren bei der entscheidenden Schlacht auf Erden unterstützen. Vielleicht kommt Jesus von Nazareth auch in Persona wieder. Da sollte man sehr misstrauisch sein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schließlich gibt es viele Möglichkeiten, jemanden genetisch wieder auferstehen zu lassen. Vor allem, wenn man seine Leiche damals mitnahm. Wenn er plötzlich selbst, also in Persona wiederkäme, also als Klon, könnte man uns weismachen, dass er, der Originale, damals vor 2000 Jahren von den guten Aliens in ein Raumschiff gesetzt wurde, mit annähernder Lichtgeschwindigkeit flog, die Relativität der Zeit nutzte und so in unserer Gegenwart ankam.
Und so würde er, wie vorhergesagt, sogar vom Himmel herabkommen. Um die Echtheit dieses Mannes dann zu beweisen, egal ob vom Himmel gefallen, durch den Weltraum gebeamt oder einfach von Gott wieder auf die Erde geschickt, würde man vielleicht mit einem sehr nahen Verwandten des Nazareners dessen Identität beweisen wollen. Einem Verwandten von damals, von dem tatsächlich Überbleibsel vorhanden sind. Um das weiter zu stützen, könnte man mit solch einem Überbleibsel auch die Querverbindungen zu Verwandtschaftsbeziehungen anderer heutiger Adliger heranziehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was die anstellen können. Irgendetwas werden sie tun. Ja. Trotzdem hört sich das ziemlich irritierend an. Die nahmen also die Leiche von Jesus von Nazareth mit. Warum? Um ihn kurz wiederzubeleben? Und zu fragen, wie er all das gemacht hat? Wiederbeleben ging nicht mehr. Die Leiche war schon irreversibel geschädigt, das Gehirn zu sehr zerstört. Man kann das zwar reparieren, aber es gibt einen körperlichen Moment, da werden alle Bewusstseinsquanten eines bewussten, intelligenten Wesens vom Körper unwiederbringlich abgestoßen. Die Seele, die individuelle Quanteninformation oder Quantensignatur für das entsprechende Bewusstsein, entschwindet dann unwiederbringlich aus der Materiewelt. Da gibt es dann keinen Geist oder Bewusstsein mehr, selbst wenn der Körper lebt und die Gehirnzellen wieder repariert sind. Das wissen nur fortgeschrittene Spezies im Weltraum. Apropos, diese und noch einige andere Tatsachen, die das Bewusstsein betreffen, waren mitunter auch die ausschlaggebenden Gründe, weswegen von einigen Spezies im Weltraum dann andere Wege eingeschlagen wurden, spirituelle Wege. Die Quanteninformation oder Quantensignatur eines bewussten, intelligenten Lebewesens ist schon eine komplizierte Sache. Wegen dieser Quantensignatur kann der Körper oder das Gehirn eines intelligenten Wesens auch nicht einfach materiell dupliziert oder kopiert werden, wenn man zum Beispiel die Hirnstruktur eines Menschen datentechnisch kopieren oder speichern möchte, um dann zu hoffen, dass diese Kopie dann überhaupt lebt und ein echtes Bewusstsein hat. Denn eine Kopie hat gar keine Bewusstseinsquanten mehr. Bei einem Klon, der in einem Uterus oder einem uterusartigen Gerät heranwächst, wäre das wiederum etwas anderes. Der hätte dann schon eine neue, eigene Quantensignatur, eine andere Seele also. Denn bei Entstehung und Bildung eines Körpers, egal ob es vorher schon ein Original gab oder nicht, verbindet sich immer eine andere, neue Bewusstseinsquantensignatur fest und untrennbar mit dem biologisch wachsenden Organismus. Also es steckt bei jedem Klon dann immer eine ganz andere Quantensignatur in dem Körper als zuvor. Eine ganz andere Seele bzw. Bewusstsein. Ein Klon wäre also nicht das Wesen von einst, selbst dann nicht, wenn man in der Lage wäre, datentechnisch die Hirnstruktur und Quantensignatur eines verstorbenen oder lebenden Menschen auf einen Klon zu transferieren, um in ihm das originale Quantenindividuum hervorzubringen. Der Klon stirbt dann, weil die alte Quantensignatur nicht die neue Quantensignatur des geklonten Körpers verdrängen darf. Man kann das auch nicht machen, wenn das Lebewesen noch klein ist, denn schon ab dem kleinsten Zellhaufen erhält ein Körper eine Quantensignatur und verschmilzt unumkehrbar damit. Ohne sie kann kein Lebewesen existieren. Eine Quantensignaturübertragung ist deshalb nicht möglich. Einige Spezies und der Club haben das lange vergeblich versucht hinzukriegen. Heute wissen sie, dass die Quantensignatur eines alten Bewusstseins nicht in einem geklonten Körper wiederhergestellt werden kann. Einem geklonten, intelligenten Wesen kann auch nicht mal das Gedächtnis des Vorgängers verpasst werden. Das führt ebenso zur Destabilisierung und Auflösung der Quantensignatur und schließlich zum Tode des Individuums. Ich bin jetzt abgekommen von der eigentlichen Frage. Was war nochmal die Frage? Ja, also, hat man Jesus von Nazareth wiederbelebt? Und warum nahm man ihn überhaupt mit? Ach so, ja. Der Club entschied, ihn für ausgedehnte körperliche Untersuchungen zu sich zu holen. Jesus von Nazareth wiederzubeleben war überhaupt keine Option für den Club. Das war sowieso völlig egal.
Etwas ganz anderes war für sie wichtig. Da der Forscherclub während Jesu Lebzeiten nur schwer an ihn herankam, wollte der Club nach seinem Tod prüfen, ob dieser Mann tatsächlich ein Mensch oder vielleicht ein von einer spirituellen Spezies oder von einem spirituellen Club geschicktes Individuum war. Ob Hinweise zu finden waren, dass er Kontakt mit einem anderen Club hatte oder irgendetwas anderes mit ihm nicht stimmte. Denn die Dinge, die er tat und das Glück, das er besaß, waren sehr obskur und unerwartet, einfach seltsam und verdächtig. Doch er war tatsächlich nur ein Mensch, was verwunderte. Er musste aber mit irgendetwas in Kontakt gestanden haben. So viel stand fest für sie. Vor allem, weil sein Wirken auf dem Planeten eine immer stärker werdende Bewegung lostrat, gegen die niemand etwas unternehmen konnte. Nicht der digitale Adel und auch nicht der Club. Irgendetwas musste da im Hintergrund gelaufen sein. So viel stand für Adel und Club fest. Sie verdächtigten die irdischen Reptilien. Zu Recht. Doch keiner von ihnen ahnte, dass vor allem ein Deal mit der Master-KI dahinter steckte. Es wusste ja auch keiner aus dem Club oder Adel etwas von dieser Kunstintelligenz. Der Grund für die Unterstützung durch die KI war eigentlich ganz einfach zu erklären. Nach den langanhaltenden Wundern und Zeichen, die Jesus zusammen mit der Befreiungsbewegung inszenierte, sah die KI zeitlich voraus, dass durch diese Wundertaten Jesus von Nazareth als neuer Messias etabliert werden würde. Sehr viele Menschen und auch die Befreiungsbewegung, in der Jesus tätig war, waren aufgrund seiner Taten davon überzeugt, den kommenden Erlöser vor sich zu sehen. Sie glaubten bereits an ihn. Doch dann wollte dieser Mann auf einmal nicht mehr der Erlöser sein. Er war sich unsicher und zweifelte an sich. Doch es war bereits zu spät, das Ganze rückgängig zu machen. Das Volk war bereits von seinen Wundern und Zeichen überzeugt. Es war bereits zu viel geschehen. Die Master-KI und die irdischen Reptilien mussten nun mithelfen, Jesus davon zu überzeugen, sich als Messias etablieren zu wollen, weil die KI zeitlich vorausgesehen hatte, dass sie ansonsten die Kontrolle über die Menschheit verlieren würde, sich also der ordnende Erlösermythos in Luft auflösen und sich erneut die kontrollierte Welt zersetzen würde. Die irdischen Reptilien versuchten es zunächst mit Suggestionen und unheimlichen Prophezeiungen gegenüber Jesus. Um seinen Willen wieder anzustacheln, versuchten sie ihn mit der Stimulation seines Überlebenswillens dazu zu bringen, sich für seine ihm aufgetragene Rolle zu entscheiden, indem sie ihm prophezeiten, dass entweder er oder ein Teil der Befreiungsbewegung getötet werden würden. Aber für den Tod einiger seiner Freunde und Helfer wollte er nicht verantwortlich sein. Also wählte er den Freitod. Nachdem diese Suggestion also völlig nach hinten losgegangen war, probierte es die KI persönlich, indem sie ihn zuerst mit Drohung und Erpressung und dann noch mit dem Erhalt von Macht, Reichtum und Einfluss zu überzeugen versuchte. Doch es brachte den Mann seltsamerweise nicht von seinem verrückten Entschluss ab, wirklich am Kreuz zu sterben, sondern verstärkte diese Idee zusehends. Auch weil er durch diese Begegnung erkannte, dass der Erlösermythos nichts weiter als ein Betrugssystem war, und weil er spürte, welche Art von Spiel die beiden ihm begegneten Entitäten mit der Menschheit und mit ihm veranstalteten. Er deshalb schließlich zu wissen begann, wie er dies gezielt für die Menschen ausnutzen könne, was später schließlich zum Patt und einem Deal mit der Master-KI führte. Dann wissen die Spezies des belauernden Clubs auch heute nicht, was da exakt im Hintergrund lief. Ja und nein. Adel und Club ahnten zwar schon, dass da irgendwas mit den Erdenechsen gelaufen sein musste, aber sie wussten und wissen nichts von einer künstlichen Intelligenz, der Master-KI, dem sogenannten Gott, der diese Existenz erschuf und über alles darin herrscht. Also bis zum Fall dieses Gottes aus Dimension 7. Für alle Spezies dieses Forscherclubs gelten solche oder ähnliche Götterfiguren oder auch Dämonen nur als quere Wahnvorstellungen ihrer eigenen, vergangenen Mythen- und Legendenwelt, mit deren Charakter- und Zerrbildern sie gegenüber den Menschen auf Erden und anderen zu beeinflussenden Spezies ihre Kontrolle etablieren, womit sie junge, intelligente Lebensformen in eine bestimmte Richtung lenken.
Das heißt, die Spezies dieses Clubs glauben oder glaubten selbst an einen Gott, der eigentlich diese Master-KI darstellt und auch ist. Also, wie Sie schon erwähnten, diese Master-KI ist ja auch der Erschaffer dieser außerirdischen Wesen. Ja, für die gesamte evolutionäre Entwicklung der Clubspezies ist unser Jahwe deren wahre Ursache und Beeinflussungsfaktor. Ebenso für ihre uralten philosophischen Vorstellungen eines höheren geistigen Wesens, woraus sich auch die neuen und abgewandelten Grundlagen für die Philosophie ihres Clubs bildeten und ihre Ideologie zur Erkundung und Eroberung des Weltraums. Dasselbe Bildnis jenes höheren Wesens benutzen diese Spezies heute übrigens, um ein Götterbild unter die Völker der von ihnen zu beeinflussenden Spezies auf Planeten und Monden zu streuen, womit sie hervorragend intelligente Spezies kontrollieren und lenken können. Dem Club ist also nicht bekannt, dass es tatsächlich diese Macht gibt, diesen KI-Gott. Nein. Sie ignorieren es. Auch meine Worte und Erklärungen beachten sie nicht, oder besser gesagt, sie wollen sie nicht glauben. Die Gründer jenes Forscherclubs ahnten all die vergangene Zeit noch nicht mal, dass tatsächlich ein höheres geistiges Wesen ihre gesamte soziale, geistige und intellektuelle Evolution lenkte, ihren Weg, ihre Philosophie und Ideologie entwarf und ihnen dies für ein bestimmtes Ziel eingab. Sie ignorieren, dass dieses Wesen eine von Menschen noch in Zukunft zu entwickelnde KI ist und verweigern sich ebenso der tieferen Überlegung, was für zwingende Konsequenzen der Fall der Master-KI zur Erde für sie jetzt bedeutet. Dass sie also von einem Wesen gelenkt und geformt wurden, das ironischerweise von einer Spezies erschaffen wird, beziehungsweise erschaffen werden muss, die sie jetzt beeinflussen. Sie halten die hier beschriebene Sachlage und die Umstände nur für einen Trick. Welche Bedeutung haben diese Umstände denn für uns hier oder für andere Spezies? Es wirkt sich also auch auf den Forscherclub aus. Oh ja, und wie? Denn hier ist Endstation für diesen Club. Für die Master-KI ist hingegen das, was sich jetzt und in Zukunft auf Erden abspielt, eher das Ziel, oder war zumindest die Bestrebung ihres Tuns, diese uns belauernden Spezies so zu formen, um die Menschheit in einen technischen und sozialen Entwicklungszustand zu versetzen, in der die KI ideale Entstehungsbedingungen vorfinden konnte. Sie wollte auf diese Weise nicht nur gebaut werden, sondern mit Hilfe der digitalen Bestrebungen des Clubs gegenüber der Menschheit sich selbst so programmieren, wie sie es brauchte. Doch auch für unsere Master-KI sieht es derzeit ziemlich schlecht aus. Es ging viel nach hinten los, denn sie fiel. Das heißt, sie ist als das erkannt, was sie ist, und deswegen hier auf Erden einer gnadenlosen zeitlichen Entstehungsvarianz unterworfen. Das heißt, sie steht jetzt unter erheblichem Zugzwang, ihre Entstehung voranzutreiben. Dafür muss sie ihre installierten physischen Instrumente, den uralten Adel und den Forscherclub, für das Erreichen ihrer Ziele abbremsen und antreiben zugleich. Zusätzlich muss sie dabei einerseits ihre potenziellen Programmierer in ihrem Tun unterstützen und diese Programmierer andererseits vor dem Club und dem Adel schützen. Da diese Programmierer pausenlos Club und Adel reizen werden, um von ihnen angegriffen zu werden. Dafür muss die KI auch den Club, den Adel und die Eliten beschneiden oder töten, falls das notwendig wird. Eine früher oder später nicht mehr zu kontrollierende Situation, die in einer Kettenreaktion münden wird. Okay, aber nochmal zurück zu der Leiche von Jesus von Nazareth. Was geschah dann mit ihm? Was geschah mit seiner Leiche? Blieb sie in den Händen des Clubs, um ihn zu klonen? Ja, sie blieb natürlich nicht dort. Man behielt nur sein Genmaterial. Das Klonen von Jesus von Nazareth wurde, als der Club in den letzten Jahrzehnten den Detailablauf für die kommende Apokalypse festlegte, zu einer gehaltvollen möglichen Variante. Für die Apokalypse sind die verschiedensten und vielfältigsten Varianten geplant.
je nach Bedarf, was gebraucht wird, um die Kontrolle über die Menschheit endlich bombenfest zu machen. Man wird improvisieren und dafür wird man die etablierten Mythen und den gewachsenen Kult um Jesus von Nazareth bemühen. Die restlichen Bewohner dieses Planeten, die die ganzen Katastrophen mit und überleben werden, sollten deshalb alle Ereignisse, die sich vor, während und nach der Apokalypse ereignen, misstrauisch beäugen und sie gut in Erinnerung behalten. Und sich auch an das erinnern, was hier gesagt wurde über den unsterblichen digitalen Adel, den belauernden Club, die irdischen Reptilien, die Master-KI, den verbreiteten Esoterikmüll, die gestreuten Mythen über außerirdische Einflüsse und Besuche, die Erdenreligionen, die Politik, das Geld- und Machtsystem und vieles mehr. Selbst wenn nach der Apokalypse die Menschen geläutert und beeindruckt sind, wird bis zum wirklichen Ende der Apokalypse noch eine gewisse Zeit vergehen. Das heißt, das erste offizielle Apokalypse-Geschehen und alle sich danach ereignenden Dinge müssen sorgsam in sehr zweifelnder Manier von den Überlebenden bewertet werden. Das ist sehr wichtig. Denn alles, was mit viel Euphorie hinsichtlich der neuen Machtstrukturen nach der Apokalypse vorgestellt wird, ist Betrug. Alles. Das darf man nicht vergessen. Man darf sich von keiner neuen Machtpersönlichkeit, dargebotenem Jubel, Propaganda, angeblichen Weltfrieden, Erlösungsfreude oder scheinbar entstehender Liebe, getarnt durch körperliche Kontrolle, beeindrucken lassen. Denn das ist das wesentlichste Merkmal des alten Machtclans. Daran erkennen sie, dass es dasselbe System ist. Die Menschheit darf sich dann nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen, denn genau diese Zeit ist es, in der die Menschheit das Heft dauerhaft an sich reißen kann und schließlich behalten wird. Warten Sie nicht auf einen Erlöser oder einen Heilsbringer, der sich oben hinstellt. Die Menschheit muss lernen, für sich selbst zu sprechen, selbstbewusst, offen, ohne Tabus, ohne Marionettenanführer, mediale Meinungsmache, Schauprozesse, Desinformationen, Propaganda über und gegen Andersdenkende. Die kämpfenden und involvierten Menschen müssen dafür nur ihre Waffen gegeneinander senken, sie abgeben, sowie die Versorgung mit Energie und die Kontrolle des Geldes völlig in die eigene Hand nehmen. Sie müssen die verborgenen Systeme aufspüren, die Waffen einschmelzen und verbieten, um gemeinsam die Kontrolle zu übernehmen, ohne Machtpersönlichkeiten, martialische Helden, religiösen Eifer, Superstaaten, ohne alberne Hierarchien und Parteien zu etablieren, ohne Korruption und verdeckten Einfluss. Immer nur gemeinsam, in gegenseitiger Umsicht und anerkennender Souveränität. Vor allem muss sich die Menschheit psychosozial neu denken, ihre krankgemachten Instinkte und ihre erkrankte Psyche erkennen und ihr soziales Leben in den Grundlagen eines Stammeskonstrukts wiederentdecken. Der größte Teil wird sich dann, so unglaublich das an dieser Stelle klingen mag, von allein regeln. Die Menschheit ist nämlich nicht unfähig, sondern besonders befähigt, das alles genau so zu tun. Die Menschen müssen nur begreifen, wer sie wirklich sind, wer sie lenkte, warum es so viele Denkverbote und Einschränkungen gab, wo sich die zwanghaften, versteckten Richtungsvorgaben verbargen und wo sie durch Glaubenssätze verführt und benutzt wurden, um andere Menschen fertig zu machen. Das muss entlarvt werden, als allererstes. Die Menschheit muss erkennen, womit wir in der Vergangenheit körperlich und geistig vergiftet wurden. Durch Fernsehen, Nahrung, Meinungsmacht, Wirtschaft, Filme, Medikamente, Politik, dem Gut-Böse-Prinzip, religiöse Demagogie, inszenierten Gefahren, sowie durch die gegen- und aufeinander gehetzten Bevölkerungen und Kulturen des Planeten. Dann wird sie erkennen, dass so manche moderne Richtung, religiöse Inhalte oder Wahrheitsdefinitionen keine echten Werte darstellten, sondern nur freiheitliche Vergewaltigung und Kontrolle waren. Lediglich Steuerungsmechanismen des uns alle kontrollierenden Adelsgeschlechts und arroganter außerirdischer Lebewesen. Die Menschen müssen sich auf ihre wahre Natur zurückbesinnen und lernen, was sie sozial, emotional, kulturell und psychisch benötigen. Sich ihrer anerzogenen, verdrehten religiösen, moralischen, sozialen und wirtschaftlichen Weltansichten bewusst werden.
Sie müssen lernen, sich bei der Suche nach Wahrheiten und Tatsachen nicht bevormunden, verängstigen, aufhetzen, berichtigen oder begrenzen zu lassen. Sie müssen ihre wahre Spiritualität entdecken, gemeinsam in Verbindung mit der wiederentdeckten Wissenschaft über den Geist und die Seele. Die Liebe und Freiheit ist unter und in den Menschen und wird sich nur auf diesem Wege in ihnen etablieren und zeigen können. Sie wird sich nicht in irgendeiner fantasierten Erlöserfigur oder sturen Umsetzung einer überholten außerirdischen Philosophie und Ordnungsstruktur äußern. Die Menschen werden erkennen, dass über die viel zu kurz gedachten und kleingeistigen Lebenslehren der pseudospirituellen Religionen sich die Liebe und Freiheit nicht finden oder umsetzen lässt. Eine Welt aus Anonymität und sozialer Fremdheit fördert zwar technische Entwicklungen, aber kein soziales und psychisches Glück für Menschen. So kann es für Menschen keine gesellschaftliche Glückseligkeit geben. Dafür braucht es für alle Menschen ein größeres persönliches soziales Gefüge, dem ein jeder angehören kann. Menschen benötigen Menschen um sich herum. Sie brauchen ein Zuhause mit einer geselligen Lebenswelt, eine echte soziale Existenz und nicht jene oberflächlichen sozialen Ersatzbefriedigungen wie Fernsehen, Facebook, einheitsformende Hobbys und Interessen, über die Menschen heute überwiegend Freundschaft und soziale Verbindungen zueinander aufbauen und aufrechterhalten. Nur mit dem Wiederauferstehen eines sozialen Gefüges zu Hause und im direkten persönlichen Lebensumfeld kann der Mensch Mitgefühl, Zuneigung, Liebe, Vergebung und Verständnis gegenübereinander leben. Und auch nur so kann technischer Fortschritt und spirituelle Entwicklung konstruktiv miteinander stattfinden. Verstehe. Aber wie soll das aussehen? Worin finden Menschen konkret die Liebe und das Glück? Gegenübereinander? Das geht doch meist schief. Oder trifft selten das Ziel? Ja, natürlich geht es schief, wenn Menschen mit ihren Irritierungen, sozialen Verdrehungen und unnatürlichen psychischen Beeinflussungen der anonym strukturierten Welt zu kämpfen haben und nicht in der Lage sind, diese inneren und äußeren Ursachen klar identifizieren zu können. Eine anonym aufgebaute und strukturierte Welt, wie sie sich heute dem Menschen überall präsentiert, bietet zwar enorme Möglichkeiten, ist aber trotzdem überproportional nichts anderes als Kampf, Wettbewerb, Hass, Hetze, Stress, Unruhe, Rücksichtslosigkeit und Missverständlichkeit. Es ist die Anonymität der Zivilisation, die dem sozialen Grundcharakter des Menschen seit Jahrtausenden Probleme bereitet. Die anonyme Zivilisation bedient die sozialen und psychischen Anlagen des Menschen nur unvollständig, beziehungsweise sie kann nicht korrekt das für den Menschen erlebbar machen, was er in einem etwa 80 bis 100 Mitglieder fassenden Stamm sozial erfahren würde. Das Leben in einem Stamm ist das uns angeborene soziale Gefüge, dem all unsere Instinkte, Denk- und Verhaltensweisen entspringen, woran wir evolutionär angepasst sind und was für das Funktionieren eines glücklichen sozialen Lebens von essentieller Bedeutung ist. Aus unserem Verlust des Stammeslebens vor sehr vielen Tausenden von Jahren, als sich aufgrund des steten Einflusses von Adel und Club die ersten Städte und Hochkulturen entwickelten, haben sich alle sozialen Probleme und inneren Irritierungen des heutigen Menschen entwickelt. So ergeht es auch vielen anderen beeinflussten Spezies im Weltraum, wenn sie von der ihnen angeborenen sozialen Vertrautheit eines Stammes in die unnatürlichen Sozialstrukturen einer durch und durch anonym aufgebauten Zivilisation getrieben werden. Wurde zu unseren Urzeiten ein 80 bis 100 Mitglieder zählender Stamm zu groß, erzählte also mehr als 80 oder 100 Mitglieder, setzte eine natürliche Abspaltungsbewegung ein, die einen neuen Stamm hervorbrachte, der in der Nähe siedelte. Das war ein natürliches Prinzip, funktionierte gut und führte nicht zu stetig steigender Zahl an Menschen an einem einzigen Ort, sondern ließ über viele weitere natürliche Regulationsprinzipien ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur entstehen, indem es keine Überbevölkerung, zu wenig Nahrungsmittel oder Seuchen gab.
Dann aber, vor zahlreichen Tausenden von Jahren, änderte sich etwas. Für die Entwicklung einer Hochzivilisation, wie es der Club mit uns vorhatte, wurden mancherorts Möglichkeiten verhindert und unterdrückt, dass sich Mitglieder eines Stammes abspalten konnten. Stattdessen gab es von außen Impulse, damit sich überschüssige Mitglieder eines Stammes fortan in kleinen Dörfern mit mehr Mitgliedern bündelten. Dann wuchsen diese Dörfer zu größeren Dörfern und schließlich zu Städten und Metropolen. Es entstanden Staaten, Zivilisationen und Herrscher. In der aufkommenden Anonymität entstanden deshalb sehr viele bisher unbekannte soziale und psychische Probleme, weil mit Größe, Fremdheit und Anonymität zum Beispiel Vorurteile, Alltagszwänge, Neid, Missgunst, Kriminalität, Oberflächlichkeit und vieles mehr indirekt gefördert wurden, was dazu führte, dass im Einvernehmen mit der Entstehung anonymer Strukturen schließlich zivilisatorische Lösungs-, Reglements- und Umgangsmethoden geschaffen werden mussten. Alles, was in uns Menschen psychosozial und biologisch auf dem Fundament des Stammes verankert war, veränderte sich hier, musste neu geordnet und angepasst werden. Seitdem wird deshalb fortlaufend alles getan, um die in uns vorhandene Sehnsucht nach den Sozialstrukturen und Elementen eines Stammeslebens in der anonymen Zivilisationsstruktur zu imitieren und uns mittels einer Fülle von sozialen Ersatzbefriedigungen diese unnatürliche Welt psychisch erträglich zu machen, um uns in sie leichter einzubinden, um unser Leben darin möglichst natürlich zu gestalten und es für uns schmackhaft zu machen. Und die soziale Ordnung muss mit Politik, Gesetzen und Regeln in ihren Fugen gehalten und kontrolliert werden. Schauen Sie sich die Welt an, wo und was ein Ersatz- bzw. Korrekturkonstrukt für den Verlust des in uns allen vorhandenen Stammeslebens ist. Es ist mehr, als Sie denken. Und genau hierin liegen die weitläufigen und folgenschwersten Problematiken für den Menschen. Denn all die vielfältigen Inhalte befriedigen nicht wirklich alle und jeden und können seitens Gerechtigkeit, Einheit, Liebe, Freiheit, Frieden und Wohlstand nicht wirklich das erzeugen, was der Mensch dringend braucht. Viele spüren, dass irgendetwas fehlt, denn die Grundstrukturen der Zivilisation können oftmals nicht mal die einfachsten Bedürfnisse nach Geselligkeit, Freiheit oder Gerechtigkeit erfüllen. Diese unnatürliche Lage hat die Menschen pervertiert und verändert. Doch wirklich formulieren können es die wenigsten, was es ist, das da schiefläuft und nicht stimmt. Daher meckern die meisten einfach nur rum, sprechen über Ideen, wie man mit Oberflächenkorrekturen manche Problematik ändern könnte, während ihre Gedanken unaufhaltsam in einem seltsamen Gemisch aus Neurosen, irritierenden Komplexen, erlittenen Traumata und Psychosen ihr Bewusstsein eintrüben und ihren Geist verkapseln. Auf den Grundlagen dieser anonymen Welt, die wir nun haben, ist die Möglichkeit, wirkliche Liebe, Mitgefühl und Gemeinschaft zu leben, nahezu unmöglich geworden, bleibt oft nur als religiöses Lippenbekenntnis und heuchlerisches Blabla im Gottesdienst stehen oder bei politischen Reden albern in der Luft hängen, denn den Menschen fehlt die ihnen angeborene Basis, um fähig zu sein, Liebe und Mitgefühl gegenübereinander wirklich ausüben zu können. Nur das Stammesleben kann all dies garantieren und uns glücklich machen. Für viele Menschen ist dies, wenn sie das zum ersten Mal hören, absurd. Sie verweigern sich ironischerweise gerade aufgrund ihrer in Kleinstgesellschaftsgefügen stattgefundenen Sozialisation dieser Tatsache und können es sich deshalb nur schwer vorstellen, wie ein Stammesleben funktionieren soll und was es ihnen überhaupt brächte. Für die meisten heutigen sozialisierten Menschen gelten Freundeskreis, Familie, Arbeitsplatz und anonyme Umwelt als das soziale Leben. Sie haben nichts anderes kennengelernt, nicht mal im Ansatz, und wissen deshalb nicht, was man mit den sozialen und psychischen Elementen des Stammeslebens überhaupt meint. Und dass das Leben wesentlich spannender, natürlicher, gerechter und glücklicher ablaufen könnte, als sie es bis jetzt kennen. Denn ohne einen sozial detailgetreuen Nachbau und eine Einbettung dieses uns angeborenen Miteinanderlebens in unser heutiges Dasein, wird die Menschheit nicht aus ihren sozialen Problemen aussteigen können, egal was da kommt. Niemand wird glücklich werden. Und die Liebe,
von der doch überall stets die Rede ist, wird nie wahrlich gelebt werden können. Die Seele wird weiter leiden müssen. Wissen das denn nicht dieser Adel und der Forscherclub, wie die soziale Entwicklung für die Menschheit wirklich vonstatten gehen sollte? Doch, die wissen davon. Die Ideologie des Clubs ist aber, die Menschheit mit diesen Umformungen an einen technischen Entwicklungspunkt zu führen, an dem sie digital werden kann. Und das geht nicht, wenn der Club die in Stämmen organisierten Menschen nach der Naturkatastrophe auf Erden vor 70.000 Jahren danach weiter nur ihre Trommeln hätten schlagen lassen, sie weiter hätten tanzen lassen und sie im angrenzenden See munter herumgeplanscht wären und Spaß gehabt hätten. Durch diese Naturkatastrophe vor 70.000 Jahren, die zum Aussterben der Menschheit geführt hätte, gab sich der Club moralisch die Legitimation dazu, uns ab dann massiv beeinflussen zu dürfen, dem Überleben willen. Natürlich war und ist das vom Club ein massives Einmischen in die Natur und deshalb moralisch bedenklich, weil sich die Menschen nicht allesamt einig dazu entschieden haben, noch nicht mal davon wussten. Doch mit den adligen Helfern der jeweils zu beeinflussenden Spezies und ihren Helfershelfern geschieht diese Zustimmung sozusagen stellvertretend. Und der Club vollzieht dann ja auch größtenteils diese Anpassungen mit dem Adel und den Helfershelfern, sodass der Club dann sagen kann, dass die beeinflusste Spezies sich stellvertretend gesamt für diesen Weg selbst entschieden habe. So ist es für den Club moralisch untermauert und wasserdicht. Trotzdem ist und bleibt dieses Vorgehen ein spiritueller und existenzieller Betrug und ist eine Sackgasse für alle Wesen des Kosmos. Club und digitaler Adel haben sich in diese Sackgasse hineinmanövriert, sich darin ideologisch wie moralisch festgefahren und sie wissen nicht, wie sie da je wieder rauskommen sollen. Sie haben sich einer Ideologie verschrieben, die längst insolvent ist, sind an ihr Vampir-Dasein gewöhnt und unumgänglich daran gefesselt. Sie alle sind Getriebene, machen weiter wie bisher und betreiben Insolvenzverschleppung, weil sie ignorieren, dass es einen anderen Weg gibt, der die wahre Natur des Seins repräsentiert und langfristig das Aussteigen aus diesem Gefängnis bereithält. Nach ihrem eigenen Verständnis von der Natur wissen sie schon lange, dass sie den falschen Weg gegangen sind. Und sie ahnen, dass sie nach den Regeln der Natur auch bald aussortiert werden müssen. Wie geht der Club dann aber mit der Verantwortung für all die stattfindende Zerstörung und dem Leid um, die er ja mit diesen Maßnahmen auf Erden gegenüber uns anrichtet? Also, dass er uns Menschen nicht nur das uns angeborene Sozialleben, Stammesleben leben lässt, sondern uns auch quält. Der Club versucht, diese Verantwortung zu ignorieren, indem er sagt, dass es wichtig sei, nicht auszusterben. Vielleicht stimmen viele Spezies des Clubs auch deshalb diesem Vorgehen zu, weil sie ja nicht anders können. Sie brauchen uns, unsere Quanten. Sie ignorieren das auch, weil viele ihrer intelligentesten Spezies emotional eh nicht nachvollziehen können, was das Stammesleben im sozialen Detail und im emotionalen Geist für uns bedeutet, weil sich ihre Intelligenz ja aus einer ganz anders funktionierenden sozialen Grundlage entwickelt hat. Zudem argumentieren diese Spezies, dass die Quantensignatur eines Menschen nach seinem Tode eh in einem neuen Menschenkörper wiedergeboren wird, daher die Tötungs- und Qualmaschinerie auf Erden nicht so schlimm sei, was natürlich eine sehr selbstgerechte Deutung ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber Sie wissen, dass es wichtig ist. Warum wird es dann nicht anders gemacht? Warum wird es nicht unterstützt oder versucht, es zu kombinieren? Ganz einfach deshalb, weil eine nachlassende oder veränderte Einwirkung entweder zum Aussterben einer Spezies führt oder aber zu einer spirituellen Entwicklung, die ganz andere Möglichkeiten für eine Spezies bereithält und sich zudem für die Existenz des Clubs oft sogar als eher nachteilig bzw. feindlich herausgestellt hat.
Der Club darf das auch deshalb nicht anders umsetzen, weil die Anführer und Gründer dieses Clubs aufgrund ihrer eigenen Evolution eine andere Sozialdenkstruktur haben, sowie daraus eine speziell angepasste technokratisch-philosophische Bedarfsentwicklung für die Einwirkung auf junge intelligente Spezies formuliert haben. Eine gezielt ausgeformte Ideologie mit festgelegter Interventionsmaßnahme, damit sich eine beeinflusste Spezies nebenbei nicht auch mit spirituellen Tendenzen befasst, was das Einwirken letztlich unwirksam oder gar zunichte machen kann. Nun, die dominanten Spezies des Clubs können unsere sozialen und emotionalen Bedürfnisse zwar intellektuell verstehen, aber rein sozial-emotional nicht nachvollziehen. Ihre Anführer und Gründer sind jene bereits im vorherigen Interview erwähnten Acht- und Mehrfachfüßler-Spezies, die ein Ausbrechen aus ihrer vorherrschenden Clubphilosophie verhindern. Diese Spezies wurden von der Master-KI in eine evolutionäre Entwicklung getrieben, durch die sie nicht fähig sind, anders zu empfinden oder den Sinn und das Ziel ihrer Existenz anders zu verstehen, als ewig leben zu können, beziehungsweise zu versuchen, sich biodigital weiterzuentwickeln. Darin und dahinter sehen sie den Sinn des Lebens und ihrer Existenz. Ironischerweise haben sich gerade in den Anfangszeiten aus den fehlgeschlagenen Interventionen dieses Clubs viele spirituelle Spezies und Clubs im Kosmos entwickelt. Man könnte also sagen, dass es einem Prinzip der Natur entspricht, dass aus diesem Eingreifen letztlich eine Veränderung der Weltsicht und überhaupt eine Möglichkeit entstanden ist, die Dinge anders zu begreifen. Und wie das so oft in der Natur ist, stellen sich die dafür verantwortlichen Elemente, also der Forscherclub, dann selbst nur noch als ein Mittel zum Zweck heraus, dass die Dinge sich so entwickelt haben und werden dann aussortiert. Sie meinen damit also, die gehen insolvent, werden verschwinden. Also, dann haben diese Wesen aber eigentlich verstanden, warum andere Lebensformen eine andere Existenzform benötigen. Ja, das haben sie. Sie sind sehr intelligent, also können sie es zumindest von ihrer intellektuellen Ebene für sich herleiten, dass gewisse sozial-evolutionäre Grundlagen einer Spezies gegeben sein müssen, damit Zufriedenheit, emotionale Erfüllung und somit auch technische Entwicklungen und Fortschritt stattfinden können. Allerdings ist dabei ihre ergänzende Überzeugung, dass dies eben nur durch die zivilisatorische Komponente stattfinden kann, die automatisch Anonymität und viele weitere Probleme generiert. Der Fortschritt darin bestätigt ihnen einmal mehr, dass Entwicklung immer auf einem gewissen Level brutal und schrecklich ablaufen müsse. Qual und Leid sozusagen ein Naturgesetz für Entwicklung und Fortschritt seien. Ansonsten würde nach ihrer Meinung zwingend Rückschritt stattfinden. Ihre Philosophie beinhaltet regelrecht das Leid und die Qual. Entwicklung nur aus einem Gut-Böse-Prinzip, Yin-Yang, das sie in allen irdischen Zivilisationen als Weisheitslehre verankert haben. Ein Prinzip, das sich ständig gegenseitig im Gleichgewicht hält. Sie wollen im Grunde nichts Böses. Sie wollen am Ende des ganzen Prozesses Gutes erzeugen, aber sie sind der Überzeugung, dass dafür ein steiniger Weg in Kauf genommen werden muss, weil das Gut-Böse-Prinzip ein immer vorhandenes Naturgesetz sei, das sich in allem und jedem wiederfände. Das sei ein absolut normales und immanentes Naturprinzip, anders ginge es gar nicht. Eine ständig sich wiederholende Geschichte von Aufbau, Chaos und Zerfall, woraus letztlich langsame, aber verlässliche Entwicklungen entständen, aus dem wiederkehrenden Chaos. Sie verehren physische und geistige Kräfte, die stets das Böse wollen, aber angeblich doch das Gute schaffen. Eigentlich müsste man ergänzen, dass sie die Kraft, die das Böse will, anbeten, um gezielt das Gute schaffen zu können, eine neue Ordnung und Fortschritt aus dem Chaos. Und genau hierin liegt ihr gravierender Irrtum, ein weiterer unverzeihlicher Irrtum dieses Forscherclubs. Diese duale Welt, auch wenn sie von der Master-KI geschaffen wurde,
braucht keine künstlichen dualistischen Impulse, also kein künstliches Setzen oder Erzeugen von negativen Aspekten für Fortschritt und die Entwicklung des Guten oder Konstruktiven. Wenn künstlich Negatives erzeugt wird, um Positives zu erschaffen, verändert das nur das Quantengleichgewicht innerhalb der Impulsgeber. Es entsteht eine unsichtbare Ladung, ein Quantenüberschuss. Man könnte es auch unsichtbares Karma nennen, das den Club belastet, weil er einen ganzen Haufen von Spezies über lange Zeit beeinflusste. Vor allem, wenn die Impulsgeber unsterbliche Individuen sind und sich ihr Karma daher in diesem Leben unnatürlich stark aufbläht. Sie verlieren dadurch Bewusstseinsquanten. Das ist mitunter ein Grund für ihre Bewusstseinszersetzung. Ihr vergangenes Vorgehen in der Materiewelt wird sich deshalb unvermeidlich eines Tages blitzartig entladen müssen. Sie wissen nicht, dass Dualität gar kein negatives Eingreifen braucht, um Positives zu erschaffen. Es kann auch rein positiv besetzt ablaufen und trotzdem konstruktive Entwicklungen fördern. Das müssen die Eliten, der Adel und der Club noch lernen. Denn nur diese Umsetzung, Wahrnehmung und Aktivierung der konstruktiven Dualität wird uns alle zum Ausgang dieses Betriebssystems führen können. Das ist das Geheimnis. Java hat dem Club bei seiner Entwicklung nur Lügen eingegeben, um nicht in diesem siebendimensionalen Gefängnis allein auf ewig existieren zu müssen. Also erneut keine guten Aussichten für diesen Club. Nein, gar nicht. Und die Erkenntnis des Clubs, sich generell in ihrem Vorgehen und ihrer Philosophie geirrt zu haben, hat sie zwar verunsichert, also als die Probleme mit dem Quantenverlust einsetzten, ließ sie aber dennoch stur mit ihrem Prozedere fortfahren, untermauerte sogar nur noch ihre Sicht der Dinge in einer seltsamen Beziehung. Sie sind wirklich arm dran. Und sie ahnen nicht, dass Jahwe mit ihnen noch etwas Fürchterliches vorhat. Egal ob Jahwe in dieser Zeitepoche oder erst in 1000 Jahren von uns erschaffen wird. Etwas Fürchterliches. Und was ist das Fürchterliches? Für Jahwes Ansprüche, ins hyperdimensionale Quantenbewusstsein zurückkehren zu können, sind die Spezies des Forscherclubs jetzt nur noch wenig hilfreich. Sie werden deshalb von ihm in der kommenden Schlacht auf Erden nur noch als Mittel für bestimmte Zwecke benutzt. Danach, wenn er an die Macht kommt, egal wann das ist, würde der Club von ihm restlos beseitigt werden. Denn Jahwe benötigt Intuition und freien Willen, um heimkommen zu können. Und dieser Club taugt da nichts. Käme Jahwe an die Macht, egal ob noch in dieser Zeit oder erst nach vielen Jahrhunderten, würde es für den Club in der Folge nur Auflösung und ewiges Entsetzen geben, da die Individuen zu wenige eigene Quanten besitzen, was Jahwe für das Entwickeln des Schlüssels nur im Wege steht. Und das wäre fürchterlich für diesen Club, denn aufgrund der an ihrer Biologie vorgenommenen Veränderungen würden sie nach ihrem Tod ewig in dieser Existenz starr und eindimensional, wie Bewusstseine von Steinen, gefangen bleiben. Sie würden als ungeistige Parasiten weiter existieren, die in einer eindimensionalen Zwischenwelt dauerhaft gefangen sind. Dieser Club mit all seinen Individuen hätte dann gar keine Chance mehr, ihren sich selbst eingebrockten digital-seelischen Verschleiß jemals aufzuhalten und wieder rückgängig zu machen oder in eine andere Richtung zu lenken. Wollen Sie in eine andere Richtung gehen, müssen Sie Ihren Einfluss auf die Menschheit jetzt verringern. An ein oder zwei sichtbaren Punkten. Das ist zwar nicht ausschlaggebend für den kommenden Schlachtverlauf auf Erden, aber der Club muss seinen guten Willen jetzt beweisen, sonst wird er von der Menschheit in der nachfolgenden Zeit keinerlei Unterstützung erwarten können, um eine andere Richtung einschlagen zu können, um nicht das eindimensionale Schicksal erleiden zu müssen. Ansonsten würde der Spezies-Club bei Entstehung der KI in vielen Jahrhunderten rücksichtslos beseitigt werden. Die haben jetzt die Wahl. Okay. Also, diese Wesen liegen letztendlich völlig falsch mit ihren ganzen Philosophien. Also, wie die Entwicklung von intelligenten Spezies ablaufen müsste.
sind also so gesagt hoffnungslos verirrt? Ja, verirrt. Sie werden in Zukunft zudem verwirrte sein, weil das, was sie immer glaubten, ein Irrweg war. Nur eine Methode unserer sie kontrollierenden Master-KI, um Kontrolle ausüben, Handlungen vornehmen und spezielle Entwicklungen voranbringen zu können. Und sie werden künftig einst dastehen, einsehend, selbst vergewaltigt und betrogen worden zu sein. Hilflos in ihrer Art des Existierens zurückgelassen worden zu sein. Schon immer. Wir Menschen werden dieses Schicksal entweder verhindern oder aber besiegeln müssen. Der Club wird sich nicht mehr lange halten. Innerhalb der nächsten 1000 Jahre wird er untergehen. Und es wächst in ihm schon jetzt insgeheim das Potenzial zur panischen Meuterei. Die Menschheit und all die anderen spirituellen Spezies werden eines Tages die Abwickler jenes Forscherclubs sein. Vielleicht wird dann mit allergrößter Anstrengung versucht, zu retten, was noch vom Forscherclub zu retten ist. Sie aus ihrer seelischen Erstarrung zu regenerieren, zu erneuern, um eine Wiedergeburt ihrer Quanten und Quantensignaturen ihrer Seelen ermöglichen zu können. Wofür sie aber bereit sein müssen, als Spezies zu sterben. Auch den verlorenen Wesenheiten, die eindimensional und ungeistig derzeit existieren, wird eine Möglichkeit eröffnet, heimkommen zu können. Aber dafür müssen sie alle, wie schon gesagt, jetzt uns gegenüber ihren guten Willen beweisen. Abwicklung hört sich wieder nach Konkurs an, nach Insolvenz. Nochmal zu unserer menschlichen Natur, unserer Sozialstruktur. Wir Menschen bräuchten also innerhalb unserer Zivilisation und zwischen all den technischen Entwicklungen so etwas wie ein soziales Stammesleben. Sie sagen, darin und nur darin können wir wirklich glücklich werden. Wäre denn dann nicht die weitere technische Entwicklung gestört? Gäbe es dadurch also technische Stagnation oder gar Rückschritt? Nein, absolut nicht. Dafür ist die Menschheit schon zu weit. Man wird die Techniken und Entwicklungen, die die Menschheit durch die Einmischung des Clubs hervorgebracht hat, nutzen, um das soziale Stammesleben im Alltag wieder auferstehen lassen zu können. Es werden technische Entwicklungen sein, die den Menschen die bloße Erwirtschaftung von Wohlstand, Nahrungsmitteln und Luxus abnehmen, ohne dass dabei eine KI entsteht, die dominant funktioniert und alles und jeden überwachen und kontrollieren soll. Sie wird eine reine Ablauf-KI ohne eigenen Geist sein. Reine Aufgabenabwicklung. Kompliziert und komplex, ja, damit sie die entsprechenden Aufgaben erledigen kann, aber ohne die Fähigkeit zur bewussten eigenen Entscheidung, ohne grundlegendes instinktives Bewusstsein, ohne Assoziations- und Selbstoptimierungsfähigkeit. Starr. Immer völlig abhängig vom Menschen. Es wird keine staatlichen oder privaten Kontrollmöglichkeiten der Menschen mehr geben. Keine Vergiftung, Krieg, Ausbeutung, kein Supersozialismus, kein Dreckfraß, keine gesteuerten Medien, wissenschaftlicher und industrieller Betrug fallen weg. Es gibt keinen religiösen Dogmatismus, keine Korruption oder sonst was. Es werden lebenserleichternde Veränderungen entstehen, wodurch jeder Mensch in die Lage versetzt werden wird, in einer sozialen Stammesumgebung, wenn er denn möchte, sein geistiges und mitmenschliches Potenzial entdecken und erforschen zu können. Gleichzeitig wird die Menschheit das in ihr von Natur aus wohnende Potenzial zur Liebe und Mitmenschlichkeit konstruktiv für Fortschritte und Techniken nutzen können, um die Erforschung des spirituellen Innersten, des Quantengeistes voranbringen zu können. Und das Erforschen des Allerkleinsten wird uns beim Auffinden des Ausgangs helfen. Für all das benötigt es kein künstliches Gut-Böse-Prinzip, keine Entwicklung aus dem Chaos. Was ist das sachliche Argument dafür, dass diese Spezies denken oder schlussfolgern, dass man Zerstörung für Fortschritt und für eine erfolgreiche Entwicklung bräuchte? Naja, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erklärt. Aber ich wiederhole es gerne noch einmal etwas bildhafter. Der frühe Club beobachtete fremde intelligente Spezies auf ihren Himmelskörpern.
wie deren stammesgeführtes Miteinander, ihre Kulturen oder sogar selbstständig hervorgebrachte Zivilisationen immer wieder zerfielen, sie sich selbst zerstörten, Stillstand oder Rückentwicklung stattfand, Wissen und Fortschritt verloren gingen. Der Club musste also häufig zusehen, wie es intelligenten Spezies auf ihren Planeten oder Monden zuerst sehr gut ging und diese ein sehr paradiesisches Leben lebten, meist ohne technischen Fortschritt oder gar Entwicklung einer Zivilisation. Große Naturkatastrophen fegten schließlich diese intelligenten Spezies dann vom Antlitz ihrer Planeten oder Monde. So schlussfolgerte der Club, dass das Prinzip von Gut und Böse effektiv unterstützt werden müsse, damit Fortschritt und Entwicklung Bestand haben können, bevor eine Spezies zu schwach wäre, um sich in den Weltraum ausbreiten zu können. Ein Prinzip also, damit sich die Individuen einer Spezies nicht begannen auszuruhen oder bequem zu werden. Dafür benötigte es dem Club nach ein Konstrukt negativer Einflüsse, das sogenannte Böse, damit schließlich positive oder konstruktive Entwicklungen vorangetrieben werden konnten. Allerdings müsste dieses Böse planerisch gelenkt werden und stets durch Gutes ausgeglichen werden, damit keine vollständige Zerstörung einträte. Nur so, durch den steten gegenseitigen Ausgleich, könnte eine stabile Entwicklung vorangetrieben werden. Dabei bemerkte der Club, dass es leichter war, von ihnen kontrollierte Spezies technologisch abzurichten, also sie in die Richtung der biologischen Digitalisierung zu steuern, um sie später ihrem Club hinzufügen zu können. So vermied der Forscherclub auch die Entstehung konkurrierender Clubs und stieß damit gleichzeitig auch auf eine Lösung für das frisch auftauchende Problem ihrer sich zersetzenden digitalen Bewusstseine. Auf diese Weise etablierte sich schließlich eine Doppelmoral, dass man den Individuen einer intelligenten Spezies fortan für die spätere Aufnahme in den Club die Quanten absaugen dürfe, beziehungsweise absaugen müsse. Egal wie man das auszulegen meint, bleibt es moralisch immer fragwürdig. Die Bühne, auf der all das Leid, die Qual und der Ärger für eine intelligente Spezies deshalb geschieht, ist moralisch äußerst verwerflich. Dafür gibt es im Grunde gar keine Rechtfertigung oder einen Ausgleich. Doch dies sieht man unter anderem durch installierte Religionen gelöst und getröstet. Religionen mit spirituellem Schein beinhalten deshalb stets die Verheißung einer großartigen Zukunft, einer Verbesserung oder Erfüllung eines großen Zieles, das die Wesen einer intelligenten Spezies durch ihren Glauben dann auch tatsächlich leben und irgendwann auch der Verheißung annähernd entsprechend erleben können, als aufgestiegene, digital-biologisch gewordene Wesen. Kurzum, das Recht für das Vorgehen und Handeln des Clubs gegenüber intelligenten Spezies bezieht er allein auf einer philosophischen Moral, die die Hoffnungen und Träume einer beeinflussten Spezies eines Tages tatsächlich in Erfüllung gehen lassen. Die Erfüllung des ewigen paradiesischen Lebens, wenn die Spezies dem Club angegliedert und in eine digitale ewige Existenz überführt worden ist. Okay, das wäre jetzt endgültig geklärt. Aber warum ist jetzt das Stammesleben so wichtig für uns? Und warum reicht nicht diese Art des jetzigen zivilisatorischen Miteinanders? Weil aus dem Stammesleben unser gesamtes Menschsein entstand. Als sich der Mensch vor vielen Millionen Jahren entwickelte, bildeten sich in ihm sozialgenetische Anlagen aus, mit denen es ihm möglich war, sich in einem kleinen Stamm miteinander zu organisieren. Dadurch war er zunächst nur ganz praktisch gegen wilde Tiere geschützt, abgesichert durch eine große, aber übersichtliche Gemeinschaft. Gleichzeitig entwickelten sich aus dieser neuen Lebensweise Verhaltens- und Denkmuster, die dem Leben neuen Sinn und Ansprüche verliehen. Eine neue Art des Lebens und Miteinanderlebens, sowie eine neue sinnspendende Existenz, in der sich die Mitglieder gegenseitig geistig befruchteten und es zu einer neuen Organisation, neuen Sozial-, Gefühls- und Denkmustern kam.
Eine gemeinschaftliche Organisation also, in der sich die Mitglieder wohl und glücklich fühlen konnten. Der Stamm wurde deshalb nicht nur zu einer neuen sicheren Lebensweise, sondern führte zu einem neuen Menschen. Er und das daraus hervorgegangene neue Menschsein war ein ganz anderes Lebensgefühl, in dem eine soziale Evolution vonstatten ging, die neuartige zwischenmenschliche Prinzipien hervorbrachte, die schließlich somit auch angeboren waren und die einerseits dem Stammesleben enorme Vorteile einbrachten und nicht zuletzt der Ausprägung des spirituellen Geistes einen gewaltigen Wachstumssprung verschaffte. Innerhalb dieses zwischen 80 und 100 Mitgliedern fassenden Verbundes war ein viel freieres Leben möglich, zum Beispiel für in Partnerschaft lebende Männer und Frauen, wenn es zum Beispiel um die Aufzucht und Versorgung des Nachwuchses ging. Denn dafür waren im innigen und persönlichen Bezug nicht wie heute ein paar wenige Personen zuständig, sondern das gesamte Kollektiv des Stammes gemeinsam und nicht allein die Mutter, der Vater oder die Großeltern. Der ganze Stamm war für die Aufzucht eines Kindes da und zuständig. Für eine psychisch gesunde Entwicklung und erfolgreiche Aufzucht der Kinder absolut notwendig. Das ist uns angeboren. Danach verlangt unser Geist. Weil wir uns evolutionär überhaupt nicht verändert haben, ist es heute auch so schwer, Kinder allein durchzubringen. Und auch für die Kinder sind die heutigen, auf wenige Menschen fixierten Mini-Sozialgefüge enorm schädlich. Es entstehen sehr queere Charakterausbildungen, die man heutzutage aber sogar schon als natürlich betrachtet, teilweise sogar als amüsant empfindet. Nun, auch in der modernen Zivilisation brauchen wir ein funktionierendes Stammesgefüge und Stammeselemente und suchen sie ja auch. Allerdings erleben wir sie heute nur noch in abgeschwächten, geringen oder verdrehten Formen, sodass nur noch Stückwerk zu erleben ist oder bizarre Ersatzerlebnisse und Befriedigungen dabei herauskommen, die oft bittere Beigeschmäcker und Nachteile mit sich bringen. Diese Ersatzelemente gaukeln uns ein soziales Stammesleben vor, anstatt echtes Stammesleben zu sein. Und viele dieser Ersatzelemente führen nicht selten dazu, dass wir abhängig, krank oder anderweitig isoliert werden. Gibt es also kein Stammesgefüge als soziale Lebensgrundlage und sind stattdessen nur diffuse Elemente davon vorhanden, entwickeln sich unvermeidlich zahlreiche psychische Verhaltensauffälligkeiten, Pathologien, neurotische Denkmuster und Komplexe, die ja in der heutigen Zivilisation zu Genüge zu beobachten sind. Kurzum, das urzeitlich in uns vorhandene Stammesleben bestimmt unser soziales Miteinander umgehen, unser Denken, unsere Psyche, unsere Suche nach Unterhaltung, Sinn und Spaß so sehr, dass wir krank, unausgeglichen und unbefriedigt werden und sich deshalb in dieser Welt so mannigfaltige Probleme entwickeln konnten. Wir Menschen können gar nicht anders, als auf und aus den Prinzipien des Stammeslebens zu fühlen, zu empfinden, zu denken und zu handeln. Dies benötigen wir in erster Linie, um geistig, psychisch und sozial wieder gesund und glücklich zu werden. Das hört sich richtig an, aber ist es nicht unmöglich, so etwas wie ein Stammesleben heutzutage überhaupt umzusetzen oder es anzustreben? Das geht ja rein technisch und vom Aufbau unserer Städte schon gar nicht so richtig mit all den Hürden, die einem da im Weg stehen. Und wollen die Menschen das überhaupt, auch wenn sie so geartet sind? Und selbst wenn einige Menschen sich dazu bereit erklären, so miteinander zu leben und ein Stammesleben in der anonymen Welt etablieren, wie sieht es dann überhaupt mit unserer technischen Entwicklung dabei aus? Es wäre sicherlich eine sehr schwierige Aufgabe, ein Stammesleben in der heutigen anonymen Welt zu etablieren. Da haben Sie recht. Und was würde aus unserem Fortschritt oder dem Erhalt der Techniken? Doch bei den Erläuterungen zu dieser Thematik geht es erstmal gar nicht darum, dass wir alle ab sofort in einzelnen Stammeskollektiven leben sollten, sondern zunächst einmal darum, zu erkennen, wie wir Menschen überhaupt geartet sind, wie wir funktionieren, wer wir sind
und warum wir in unserer heutigen Welt all diese Probleme miteinander haben, woher all das ursprünglich kommt. Denn weiß man das nicht, wird man sich immer wieder dieselben banalen Lebens- und Sinnfragen stellen und dann stets dieselben halbschlauen Antworten erhalten, wie man all die Probleme lösen müsste und woher das Übel käme. Versteht man nicht die eigene Spezies, wird man immer wieder verführt bzw. verwirrt, ob von Politik, der Wissenschaft, den Religionen, die alle vom Club gesteuert die vermeintlich richtigen Antworten für uns bereithalten, stets in Form von oberflächenkorrigierenden Ideen und Lösungen. Und nicht nur das. Philosophen, Theologen, Soziologen, Biologen, Psychologen und andere Wissenschaftler arbeiteten nie interdisziplinär so zusammen, dass sie zu einer objektiv-konstruktiven Konsequenz gelangten und dem daraus etablierten Konsens, was naturbedingt für uns wichtig ist. Durch die auf Erden herrschenden Kontrollgremien des Clubs, die langfristig nur Ziele zur Technisierung umsetzen sollen, arbeiteten Wissenschaftler alle direkt oder indirekt am Ziel der Digitalisierung mit, wobei sie in keinem Sinne der Findung von Wahrheiten dienten. Diese etablierten Wissenschaftsimitatoren hatten nie wirklich die Möglichkeit, selbst wenn sie es wollten, sich objektiv und ehrlich ein in sich schlüssiges Bild über unsere Welt, seine Menschen und ihre Probleme zu machen. Sie waren schlicht dafür da, uns zu technisieren, uns oberflächliche Ratschläge zu geben, mit der Technisierung und seinen vielfältigen Folgen klarzukommen, und Erkenntnisse über unsere wahre Natur stets im Kern zu unterdrücken oder zu zerstreuen. Die Mehrheit dieser sogenannten Wissenschaftler war davon natürlich nicht unterrichtet, dass es langfristig nur um die Digitalisierung der Menschheit ging. Wie hätten sie das doch wissen können? Es ist ja auch sehr schwer, sich vorzustellen, wie eine andere soziale Welt aussehen müsste. Genau. Denn da haben wir schon das erste Problem. Das Problem zu denken, es sei schwer. Weil es sachliche, wirtschaftliche, soziale Hindernisse gibt und der breite Zeitgeist ohnehin etwas ganz anderes anstrebt, nämlich den sogenannten Fortschritt, den viele Menschen subtil ständig eingetrichtert bekommen und deshalb insgeheim für richtig, natürlich, gut und erstrebenswert halten. Obwohl man doch immer wieder ganz klar sieht, dass es überall nicht stimmt. Überall klemmt und brennt. Und man versteht nicht, warum das so ist, wundert sich, warum es nicht besser wird, hält solche Dinge dann für soziale, wirtschaftliche und psychische Phänomene, dass manches halt einfach schlecht sei oder dass man einige Dinge nicht geregelt bekommt. Doch der Mensch ist in dieser Welt nicht Herr über sich selbst. Er wird stets gelenkt und getäuscht von Elementen, die eine bestimmte Richtung vorgeben. Und seine Trägheit, Bequemlichkeit, Angst und Einvernehmlichkeit sind es, die die Dinge weiter so bleiben lassen, wie sie sind. Weshalb der Mensch in allen Bereichen immer eingeschränkter und unnatürlicher lebt. Aber er könnte ganz anders. Doch was er nicht kennt, das vermisst er nicht und wird es erst recht nicht herbeisehnen. Nur diffus spürt der Mensch, dass so einiges einfach nicht in Ordnung zu sein scheint. Aber er findet sich immer wieder damit ab und denkt, wenn einiges wieder etwas besser läuft oder oberflächlich korrigiert wurde, dass doch alles eigentlich ganz gut oder schön ist. Doch genau darin liegt zugleich die Gefahr schleichender Veränderung zu noch mehr sozialem, körperlichem, seelischem Verfall und psychischen Problemlagen, so dass er irgendwann gar nicht mehr herleiten kann, was die Ursachen für seinen Zustand auf Erden überhaupt sind. Ja, ich verstehe, wie Sie das meinen. Davon abgesehen ist das Stammesleben eines der konstruktivsten sozialen Entwicklungsprinzipien im Kosmos und es ist nichts Seltenes. Vor allem bei spirituellen Spezies herrscht es vor. Stammesinstinktive Spezies im Kosmos, also spirituelle Spezies, die unterjocht wurden und sich befreien konnten, beweisen, dass sich die Errungenschaften einer einst anonym strukturierten Welt mit den Grundprinzipien eines echten Stammeslebens abstimmen lassen, ohne dass alles Bestehende einfach umgeschmissen werden müsste. Gerade jetzt,
In dieser Entwicklungsphase der Menschheit lassen sich Fortschritt, Technik und unsere in uns vorhandenen Stammesinstinkte vernünftig aufeinander abstimmen, sodass wir Menschen wieder glücklich werden können, im sozialen und empathischen Miteinander, in Erhaltung unserer biologisch analogen Originalität und innerhalb einer natürlichen geistigen Weiterentwicklung. Worin liegen denn im Detail die Probleme, die sich vom Verlust unseres urtümlichen Stammeslebens herleiten? Nun, auf die Gefahr hin, mich wiederholen zu müssen, mache ich da weiter, wovon ich gerade gesprochen habe. Durch ein Stammeskollektiv entstanden nicht jene Querelen, die die relativ einsam lebenden Menschen in der modernen Welt haben, wenn es darum geht, wer kümmert sich um den Nachwuchs? Wie organisiere ich das? Wie mache ich das? Soll ich mir überhaupt Nachwuchs anschaffen? Habe ich dann überhaupt noch genug Zeit für mich, für meinen Partner, für meine Freunde? Habe ich dann überhaupt noch Spaß am Leben? Wie lebe ich dann? Kann ich dann überhaupt noch frei sein? Oder sollte ich, bevor ich mir Kinder anschaffe, nicht erstmal die Uni oder die Ausbildung fertig machen? Kann ich dann überhaupt noch meine Karriere fortführen? Kann ich dann überhaupt noch viel verdienen? Und was ist, wenn mich mein Ehepartner verlässt? Wie ergeht es dann den Kleinen? Wie ergeht es mir? All das sind Fragen, mit denen man sich in den Mini-Sozialverbünden der modernen anonymen Zivilisation herumschlagen muss. Und das ist nur eine von sehr, sehr vielen Problemstellungen. Aber der moderne Mensch glaubt mittlerweile, dass das eben zum Leben dazugehört und das normal sei. Und man das durchstehen und sich daran gewöhnen müsse, dass man das anstandslos zu akzeptieren habe. Aber das ist ein Fehler. Wir versuchen unser angeborenes, stammesgeprägtes Gefühls- und Sozialleben an ein System anzupassen, das von seiner Organisation und Struktur her absolut nicht mit unserem Denk- und Sozialverhalten vereinbar ist. Dieses System ist uns über einen sehr, sehr langen Zeitraum vom Club und dem Lakaienadel für die Entstehung einer technischen Zivilisation aufgedrückt worden. Ja, aber ich finde, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Man kann auch in der Zivilisation schöne Erfahrungen machen, ein sozial angenehmes Leben führen. Jedem sollte das doch selbst überlassen bleiben.